Freunde, wie heißt es immer so schön, zu einem schönen Abend gehört ein schöner Mann, hier bin ich. Nein, mir geht's wirklich gut, muss ich ganz ehrlich sagen, ihr habt mir das schon angemerkt. Ich könnte heute Abend Bonsai-Bäume ausreißen und Freunde, ein großer Mann, ich weiß nicht, ob es Leibniz war, der große Keksforscher, der hat einmal gesagt, das Fernsehen hat aus dem Kreis der Familie einen Halbkreis gemacht. Und ich bin der Meinung, wir sollten heute Abend versuchen, aus diesem Halbkreis wieder einen Kreis zu machen. Ein Jahr ist vergangen, ich habe natürlich viel, viel gearbeitet wie ein Stier, ich war ein bisschen fleißig, nur um meinen Finanzbeamten glücklich zu sehen. Man ist natürlich auch im Jahr wieder ein bisschen ruhiger geworden, einige können das immer mitfühlen. Nicht? Wenn ich früher nach Hause kam, meine Frau lag mit einem fremden Mann im Bett, habe ich ihn erschossen. Heute komme ich so erschossen nach Hause, dass ich froh bin, wenn da einer ist. Es ist, Freunde, ich habe, ehrlich, ich habe... Freunde, ich habe ehrlich ein bisschen, im Moment muss ich zugeben, du, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit der Liebe, du. Ja, ich habe Schwierigkeiten, liege ich unten, kriege ich Platzangst, liege ich oben, kriege ich einen Höhenkoller, liege ich, ne? Liege ich auf der Seite, kriege ich nichts vom Fernsehen mit, weißt du, nein. Freunde. Und wenn ihr heute Abend glaubt, ich mache das hier zu meinem eigenen Selbstvergnügen, da liegt ihr eigentlich richtig, denn ich habe... Ich muss es ehrlich an diesem heutigen Abend einmal zugeben, ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um zu erkennen, dass ich kein komisches Talent besitze. Aber da war es bereits zu spät, da hatte ich schon 6 Millionen Kassetten verkauft. Freunde, trotzdem sage ich euch, seid fröhlich. Humorlose Menschen wirken älter, glaubt mir das. Und es hat noch keinen geschadet, über sich selbst zu lachen. Das ist auch wichtig. Nur wenn der Humor ernst genommen wird, dann hört der Spaß auf. Denkt daran. Wenn man zum Beispiel einem Ostfriesen einen Witz erzählt, dann lacht er dreimal. Das erste Mal, wenn man ihn erzählt, das zweite Mal, wenn man ihn erklärt, das dritte Mal, wenn er ihn verstanden hat. Wenn man einem Bayern einen Witz erzählt, lacht er nur zweimal. Das erste Mal, wenn man ihn erzählt, das zweite Mal, wenn man ihn erklärt, verstehen tut er ihn sowieso nicht. Wenn man unserem Bundeskanzler Helmut Kohl einen Witz erzählt, lacht er nur einmal, wenn man ihn erzählt. Verstehen tut er nicht, erklären lässt er sich schon gar nichts. Freunde, und wenn man Fips Asmussen einen Witz erzählt, sagt er, den kenne ich und erzählt einen besseren. Ist es nicht so? Freunde, aber ich freue mich, die Stimmung ist gut, das liegt einfach daran, es ist wieder einmal knackig voll. Ihr habt es gemerkt, einige haben es mir schon offenbart, man kann nur ganz flach atmen. Ich habe auch vorne vorhin am Tresen noch einen Organspender entdeckt, der hatte die Haare schon abgegeben, also so ein Typ mit... Das war so ein Typ mit fleischfarbener Badekappe, ihr kennt diese Leute, also... Aber ich habe zu ihm gesagt, Alter, bleib ruhig, auch Glatzköpfe haben manchmal eine Glückssträhne. Denn, ja... Nee? Egon, wie heißt es immer so schön? Der Kahlkopf, der die Glatze föhnt, hat mit dem Schicksal sich versöhnt. Ist es nicht so? Ja, ist was dran. Kennst du die letzten Worte eines Friseurs? Wenn sie nochmal einen Blick in den Spiegel werfen wollen? Nee, schön, ich bin hier angekommen, du, drüben Tankstelle, kommt da einer rein, du, sagt, guten Tag, ich hätte gern 2 Scheibenwischer für meinen Trabi. Sagt der Tankwart, das ist endlich mal ein faires Angebot. Freunde, wie gesagt, ich habe Freunde eben vorne noch mit unserem Bürgermeister am Tresen noch einen kleinen Aufguss gemacht und ich habe ihn zum Bier eingeladen. Ja, wir Vortragskünstler müssen ja ein bisschen zusammenhalten, weißt du, und einige werden es wissen, einige nicht, er ist adelig, er ist durch einen Kaiserschnitt auf die Welt gekommen. Sagt er zu mir, mein Sohn wird mir immer ähnlicher. Ich sagte, das ist ja schrecklich, kann man überhaupt nichts machen. Ich sagte, das ist ja, ja. Eigentlich, sagt er, eigentlich habe ich ja mit dem Alkohol Schluss gemacht. Also, neulich wollte ich meinem Bettvorleger beibringen, Pfötchen zu geben, sagt er. Und er sagt ja immer, du, das bisschen, was ich esse, kann ich auch trinken. Er ist ja so ein richtiger, weißt du. Und sagt er, neulich war ich wieder so voll, ich raus aus der Kneipe, um meine Frau nicht aufzuwecken. Habe ich mich unter auf der Treppe schon ausgezogen. Du. Als ich oben ankomme, bin ich auf dem Hauptbahnhof. Du. Also das ist...
Nee, sagt er, aber jetzt, du, jetzt mache ich wirklich Schluss mit dem Alkohol. Ich habe meine Schwiegermutter neulich doppelt gesehen, nicht? Und sagt er, du, meine Schwiegermutter, du, die ist ja jetzt leider auch von uns gegangen. Ich sag, wie konnte das denn passieren? Sagt er, weiß ich auch nicht, du. Ich habe sie nur durch so ein Fernrohr beobachtet. Ich sag, daran kann sie doch nicht kaputt gehen. Sagt er, nee, ich habe vergessen, vorher das Gewehr abzuschrauben. Es ist ja. Sagt er zu mir, kennst du das Idealgewicht einer Schwiegermutter? Ich sag, nee, 3,5 Kilo ohne Urne. Nee, unser Bürgermeister, schon schön. Er sagt ja immer so schön, das Intelligenteste an meiner Frau ist ja ihr Weisheitszahn, sagt er. Und meine Frau, du, auf die lasse ich nichts kommen, sagt er, du, meine Frau hat die Maße 90, 65, 90. Ich sag, Donnerwetter, das sind ja fast Idealmaße. Ja, sagt er, das andere Bein sieht genauso aus. Kinder, er sagt ja, du. Freunde, ich merke es an der Stimmung, es ist, dieses Haus ist irgendwie eine schöne Abfüllstation, nicht? Ist das nicht so? Was? Ne? Und der Wirt, das ist ja nur ein Typ, der achtet ja auch ganz streng darauf, dass das Bier nie mit dem Eichstrich in Berührung kommt. Also, da ist er ja nur ganz eigen. Der hat ja auch immer die Sprüche drauf. Nichts hat er vorhin zu mir. Zwei Korn, zwei Bier, hast du 0,8, du. Eine Frau, zwei Kinder, hast du 0, nix. Weißt du, so gut. Der hat Sprüche. Deshalb sage ich auch, Freunde, grundsätzlich beim Autofahren kein Alkohol. Du fährst durch ein Schlachtloch und verschüttest alles. Das ist ja. Deshalb habe ich neulich 10 Flaschen alkoholfreies Bier getrunken, du. Mein Gaumen hat sich in Falten gezogen, du. Leber hat geglaubt, sie kommt in die Klapsmühle. Ich bin mit dem Auto losgefahren, die haben mich angehalten. 50 Mark musste ich bezahlen. Ich war nicht angeschnallt. Der Wirt ist schon auf Zack. Der hat neulich hier drei Typen, drei Besoffene, volltrunken in ein Taxi gesetzt. Und hat zum Taxifahrer gesagt, den linken, den fahren Sie nach Mölln, den rechten nach Ratzeburg, den in der Mitte, den fahren Sie nach Lübeck. Und dann mache ich. Nach 10 Minuten ist er wieder da. Und sagte, du musst wieder die drei Typen nochmal neu hinsetzen. In der Kurve sind sie mir alle zusammengefallen. Du. Hey Kinder, du. Hier vorne in der Kneipe ist aber auch was los, du. Da sagt ein Gast, Herr Ober, in meinem Gulasch ist ein Stück Holz. Pferd ist ja in Ordnung, aber Pferd mit Wagen, muss das sein? Kannst Sachen erleben, du. Aber was los da vorne am Tresen, du? Da kam einer rein mit der gelben Armbinde. 3 Punkte drauf. Mit dem Hund an der Leine. Plötzlich wirft er den Hund dreimal hoch. Sagt er, was soll denn der Blödsinn? Ja, mal, wir sich doch mal umgucken können hier, oder? Es ist, Da sitzt hier vorne zwei am Tresen. Der eine rülpst. Sagt der eine, erzähl noch mehr von zu Hause. Also, weißt du eigentlich, was Geschwindigkeit ist? Sagt er, nee, weiß ich nicht. Pass auf, Geschwindigkeit ist, wenn einer aus dem vierten Stock scheißt, runterläuft, unten auffängt, nach oben guckt und sieht, wie der Arsch verschwindet. Das ist du, ja. Die beiden waren zu Gange am Tresen, du. Sagt er, was ist ein Lilliputaner mit 12 Kindern? Sagt er, das ist ein Fruchtzwerg. Das ist so, ne? Hä? Sagt er, kennst du den Unterschied zwischen Jesus und Casanova? Sagt er, nee, kenn ich nicht. Ich muss beim Nageln den Gesichtsausdruck beobachten. Es ist ja. Da sagt plötzlich der Wirt, Fide, Telefon für dich. Der geht ran, kommt ein paar Minuten wieder, sagt er, oh, ich bin fertig, du. Sag, was ist denn los? Mein Vater ist gestorben. Oh, Gott, das tut mir furchtbar leid, herzliches Beileid, du. 5 Minuten später klingelt das Telefon wieder, du. Fide, Telefon für dich. Der geht ran, kommt kreidelweich wieder. Sagt er, was ist denn los?
war mein Bruder. Sein Vater ist auch gestorben, du. Du, der Wirt hier vorne, du. Der hat auch einen Charme, also wie soll ich sagen, den Charme eines Löffelbäckerfahrers bei Hochwasser. Also ihr könnt mir folgen, also der ist ja... Der trägt auch die Nase nur so hoch, um von den Plattfüßen abzulenken. Also der ist ja, das ist ein richtiger Du. Ich sag zu ihm, warum hast du eigentlich keinen Whisky mit Eis hier? Sagt, unser Barkeeper ist gestorben, der hat das Rezept mit ins Grab genommen. Ich sag, warst du auf seiner Beerdigung? Sagt er, nee, er kommt ja auch nicht zu meiner, du. Das ist auch der Wirt hier, du. Der Wirt, das ist so ein Typ, ich, also ich habe immer das Gefühl, dass er irgendwie hat er nicht alle Tassen im Klavier, also der ist ja auch so, mit Rassendiskriminierung hat er der ja unheimlich, merkt er schon in der Toilette, D und H, D, Deutsche, H, Holländer, weißt du, ja, das ist. Ich sag, Alter, wie geht's denn sonst zu deinen Tränensäcken? Ach, sag du, vor 2 Jahren wurde meine Frau im Urlaub schwanger, letztes Jahr wurde sie im Urlaub wieder schwanger, dieses Jahr fahren wir endlich mal zusammen, also das ist ja... Du, seine schwangere Frau, hat ja damals gesagt, Herr Doktor, hat sie gesagt, mein Mann möchte wissen, ob, sagt der gnädige Frau, Ruhe. Diese Frage wird häufig gestellt. Sex während der Schwangerschaft ist vollkommen unbedenklich. Sagt er, nein, sagt sie, nein. Mein Mann möchte nur wissen, ob ich weiter den Rasen mähen kann. Und er neulich ins Krankenhaus, in die Klinik. Und hat zur Schwester gesagt, ich möchte gern meine neugeborene Tochter sehen. Ja, sagt die Schwester, da gehen Sie mal gerade durch. Sie werden sie schon finden. Ja, da kommt dann die erste Tür schon dran, dicke Kinder. Der macht die Tür auf und sagt, Elfriede! Nix, komisch. Macht die nächste Tür auf, die drin magere Kinder. Elfriede! Nix. Die Tür wieder zu, geht dann die nächste Tür, hässliche Kinder. Macht die Tür auf und sagt, Elfriede! Nix. Kommt dann die nächste Tür, steht zurückgebliebene Kinder. Elfriede! Nächste rührt sich, dann macht die Tür auf und so, na, das war's wohl. Der dreht sich um, steht da hinten, die Tür steht dran, Elfriede. Nein, seine Frau hat ja nur auch ein uneheliches Kind und da hat der Arzt damals gesagt, also gnädiges Fräulein, Sie sind schwanger, sagt sie, mit einem Mann habe ich nie was gehabt. Da will ich aber mal scharf nachdenken. Nö, sagt sie, nee, ich hatte nur mal so einen Flieger, der hat mir gezeigt, wie Flugzeuge in der Luft aufgetankt werden. Und sie sagt ja morgens immer zu ihm, brauchst du noch etwas, bevor ich mich anziehe? Also sie ist ja auch... Also die ist ehrlich, du, die ist, seine Frau, du, die ist so heiß, die trägt Slips aus Asbest, also die ist so, das ist, ja, du, ihr lacht, das ist auch eine richtige Alternative, du. Die kauft keine Tampons, nee, die kauft Tempotaschentücher, die dreht selbst, also die. Sagt sie neulich zu mir, ich bin gestern von einem Beamten vergewaltigt worden. Ich sag, woher weißt du, dass das ein Beamter war? Der hat überhaupt nicht mitgearbeitet. Es ist... Sagt er neulich so schön zu ihr, du, es ist schon erstaunlich, nicht? Die hübschesten Mädchen heiraten oft die größten Trottel. Sagst du, das ist das Kompliment, was du in den letzten Jahren gemacht hast. Und er hat seine Frau ja früher mit Komplimenten überschüttet. Ja, hat er immer gesagt, also morgens, Schatz, morgens kann ich nichts essen, weil ich an dich denke. Mittags kann ich nichts essen, weil ich an dich denke. Abends kann ich nichts essen, weil ich an dich denke. Nachts kann ich nicht schlafen, weil mir der Magen knurrt. Sagt er, aber eigentlich ist unsere Ehe ganz in Ordnung, sagt er, du, meine Frau versteht mich nicht, ich verstehe meine Frau nicht, sonst haben wir nichts gemeinsam, sagt er immer nicht, also, sie sagt ja aber ewig moserst du an mir rum, du, immer korrigierst du mich, sagt sie, seit 10 Jahren, sagt er, seit 11. Er ist ein Typ, er ist ja auch richtig so ein Typ, du, 2 Zentner, weißt du,
Der ist ewig im Kühlschrank. Der hat den ganzen Kopf voller Frostbeulen. Also der ist, ja, der hat ja riesigen Frontspoiler, aber Muskeln wie ein Spatzkrampfadern. Also der, sagt er, sie sagt immer zu ihm, schön, du solltest ruhig mal die Vorspeise weglassen, statt des Hauptganges keine Nachspeise essen, nicht? Und der Arzt hat mal gesagt, was sich bewegt, setzt kein Fett an. Sagt er so, wie kommst du denn zu deinem Doppelkinn? Also... Da kommt sie neulich nach Hause und da sagt der Schatz, wo warst du? In einem Schönheitssalon. Sagt er, wo? Warum bist du denn nicht drangekommen? Also, nein, sie sagt immer, wer Adler verwendet, sieht noch lange nicht bescheuert aus. Also der hat ja. Ja, nee, er sagt immer, du, wenn ich meine Frau mal mit einem fremden Mann im Bett erwischen würde, also, da würde ich seinen Hund erschießen und den weißen Stock zerbrechen. Also, sagt er ehrlich. Nein, die führen eine Ehe, du. Neulich auf der Autobahn. Sagt er zu ihr, stehen wir schon 2 Stunden im Stau. Wir sind noch keinen Zentimeter vorwärts gekommen. Ja, sagt sie, genau, wie bei uns im Schlafzimmer. Kommt er neulich in die Bäckerei? In die Bäckerei, ne? Kommt da eine Frau rein, eine schwangere Frau? Und sagt, guten Tag, ich bekomme ein großes Weißbrot. Sagt er, die Geburt möchte ich sehen, du. Den kannst was erleben, du. Kommt dann neulich nach Hause, will sich über den frisch gebackenen Kuchen hermachen. Sagt sie, nix da, der bleibt stehen bis Sonntag. Sie gehen schlafen, nachts im Bett, rutscht sie rüber zu ihm und sagt, lass noch ein bisschen schmusen. Sagt sie, nix da, sagt er, der bleibt stehen bis Sonntag. Also er ist ja... Seine Frau ist also echt manchmal so sauer auf den, also wenn er nach Hause kommt, nicht, hält sie dem Hund den Schwanz fest, damit er nicht wedeln kann, nicht, also ehrlich, du, der ist, ehrlich, kommt er neulich von der Arbeit mit dem Zug nach Hause, sie hat ihn am Bahnhof abgeholt, er steigt aus und sagt, oh, bin ich geschafft, du, mir ist schwindelig, mir ist übel, du, ich bin sowas von down, du, ich habe während der ganzen Zeit in der verkehrten Fahrtrichtung gesessen, du. Sagt sie, aber Schatz, hättest doch mitreisen, fragen können, ob er mit dir den Platz tauscht, es ging nicht, ich saß allein im Abteil. Sagt er, das war sowieso nicht mein Tag, du. Mein Chef hat mich einen alten Idioten genannt. Das ist, finde ich, unfair. So alt bist du gar nicht. Oh, sie sagt immer, Schatz, wie kannst du bloß an einem einzigen Tag so viel verkehrt machen? Sagt er, ich stehe früh auf. Die haben ja auch mal in Scheidung gelegen, haben sich um die Kinder gestritten. Hat sie gesagt, schließlich habe ich die Kinder auf die Welt gebracht. Aber der Hund? Ne? Wenn ich 4 Mark in Zigarettenautomaten werfe und da kommen Zigaretten raus, wem gehören die Zigaretten? Mir oder dem Automaten? Ne? Ja, denk mal drüber nach. Ne? Fährt er neulich im Zickzack über die Landstraße, Peterwagen hält ihn an. Da sagt der Wachmeister, Sie sollten lieber Ihre Frau fahren lassen. Der Wachmeister, ich bin vielleicht besoffen, aber nicht verrückt. In der Werkstatt hat mir der Kfz-Meister gesagt, ihre Batterie braucht dringend einen neuen Wagen. Sagt er, neulich bin ich ja mit der duften Frau, du, die hat mich aufgerissen, du, bin ich in den Wald gefahren, du. Du, auf eine Lichtung, du, wir haben die Liegesitze runter und dann wollte ich sie, du, und hat sie gesagt, mach lieber erstmal das Verdeck auf. Du, das hat eine ganze Stunde gedauert. Ist auch bei mir, dauert das 2 Minuten, ja, du hast ja auch ein Cabrio. Also, das ist so. Freunde, also Freunde, bei dem wundert man sich manchmal sowieso, wie das Brett, das er vom Koffer überhaupt hält. Also ihr kennt solche Typen. Er ist ja auch von sich so eingenommen. Also wenn er Geburtstag hat, schickt er seiner Mutter mein Glückwunsch-Telegramm, nicht? Also das ist... Aber gute Sprüche hat er drauf. Also der spricht für ihn. Der hat solche Sprüche, du. So Oma, Opa und auch Waldi gehen klauen nur bei Aldi. Also der hat Sprüche drauf. Nach dem Essen sollst du rauchen oder eine Frau gebrauchen. Hast du beides nicht zur Hand, dann den Priel entspannen. Also der hat sich, ja. Ja. Der hat solche Sprüche. Wenn du noch eine Schwester hast, die hässlich ist und mager, dann kannst du machen, was du willst, dann kriegst du keinen Schwager. Der hat... Ja.
Danke. Wer wöchentlich nur einmal kann und möchte gerne täglich, der wende sich an Neckermann. Der Neckermann macht's möglich. Es ist ja, Freunde, mit dem kann man sich auch stundenlang unterhalten. Ich sag, was machst du eigentlich Samstag? Das, was ich immer mache, meine Lottoscheine zerreißen. Also der hat ja auch, du. Sag, ich hab das ein Fernsehgerät mit Mikrowelle. Ich sag, was soll denn der Blödsinn? Ja, da kann man 90 Minuten filmen, 30 Sekunden sehen, sagt er. Das ist gut. Er ist ja auch ein ganz vornehmer Typ, der raucht Zigaretten nur mit eingebautem Drei-Wege-Cut. Also der ist ein ganz vornehmer Typ. Der sagt nicht Arschgeige, der sagt Analvioline. Also ganz vornehmer Typ. Ah, das ist, so, das ist der da. Ja, das ist ein richtiger Snob. Das ist ein richtiger Snob für sein Tischgebet zu Hause, bestellt er sich einen eigenen Pfarrer, also der rauscht mit einem 1000-Mark-Antenne durch die Radarfalle, also das ist nicht, das ist, ja. Und geizig, beim Kartenspielen will er nie geben, also der hat er neulich in der Zeitung gelesen, eine Meldung, alle ärztliche Hilfe war umsonst, hat er zu seiner Frau gesagt, die Adresse von dem Arzt, die muss ich unbedingt haben. Und du, bei einem Arbeitsunfall, da wurde ihm mal das Ohr abgerissen. Die ganzen Kollegen haben das Ohr gesucht. Sagt einer, ich hab es. Sagt er, das ist nicht meins, denn in meinem steckt ein Bleistift. Bei einem anderen Arbeitsunfall, Hand ab. Rein in die Klinik, hat der Chirurg gesagt, wir könnten leider nicht transplantieren, wir haben keine männliche Hand auf Lager. Sagt der Assistenzarzt, ja, wir haben aber noch eine weibliche, vielleicht können wir... Gesagt, getan. Nach einem halben Jahr trifft der Chirurg ihn wieder auf der Straße und sagt, na, mit der Hand alles in Ordnung. Sagt er, wunderbar, Herr Doktor, nur beim Pinkeln, da will sie nicht wieder loslassen. Er war ja auch... Freunde, Kinder, der hat ja auch einen Arzt, du. Trifft sein Arzt ihn neulich auf der Straße und sagt, ich habe Ihnen doch strengste Bettruhe verordnet. Sie werden sich eine Lungenentzündung holen. Sagt er, nee, ein Kasten Bier. Da ist ein Typ, beim Saufen macht er mal die Augen zu. Der Arzt hat gesagt, er soll nicht so tief ins Glas gucken. Also, der hat ja, ja. Der Arzt hat mal gesagt, also wenn man ihre Leber auskochen würde, hätte man prima Cognac. Also, das ist ja... Der sagt, Herr Doktor, alle Leute sagen, ich lüge. Sagt er, das glaube ich Ihnen nicht. Also, es ist ja... Und na, und der hat den, pass mal auf, der hat den richtig durchgescheckt und hat gesagt, na, das wurde aber höchste Zeit, dass Sie kommen. Sagt er, wieso, sind Sie so knapp bei Kasse, Herr Doktor? Sagt er, wie sieht es mit meiner Gesundheit aus? Schau, sagt er, an Ihrer Stelle würde ich mir um das Baumsterben keine Gedanken mehr machen. Satz und seiner Frau, der Doktor hat gesagt, ich hätte nur noch 8 Stunden zu leben, du. Du lass uns mal hier in Claire in die Koje gehen, du. Noch ein bisschen zusammen schmusen. Satz, sie kommt überhaupt nicht in Frage. Ich muss morgen ganz früh hoch und du kannst liegen bleiben, ne? Und Kinder haben die, du. Das erste Kind haben sie Espresso genannt, weil es sie die ganze Nacht wach gehalten hat und, nicht? Und da fährt die Kleine mal mit dem Puppenwagen spazieren. Guckt der Nachbarin rein und sagt, da ist doch gar keine Puppe drin. Nee, ich nehme ja auch die Pille. Hat die Kleine mal zu Hause gesagt, Mami, wo ist denn mein Papagei? Sei ruhig und iss dein Hähnchen. Hat die eine Kleine mal zu ihrer Freundin gesagt, du, essen deine Eltern auch nachts im Bett immer noch Mohrenköpfe? Nee, warum denn das? Ja, ich habe neulich gehört, wie meine Mami zu meinem Papi sagte, Mann, ist der dick, Mann. Papa, sagt der Papa, was ist eigentlich theoretisch und was ist praktisch? Pass auf, ich werde dir das erklären. Du gehst jetzt, fragst mal deine Schwester, deine Mutter und dann deine Oma, ob sie mit dir für 1000 Mark ins Bett gehen. Der kommt wieder und hat ihm alle 3 Ja gesagt. Sagt er, siehst du, theoretisch haben wir jetzt 3000 Mark verdient, aber praktisch haben wir 3 Nutten im Haus. Ne?
Freunde, die älteste Tochter mal rein in so ein Schuhgeschäft und sagt zum Verkäufer dort, ich hätte gern ein paar gelbe Pumps, aber nicht ganz gelb, nur hinten die Naht und vorne die Pompons. Sagt der Verkäufer, haben wir nicht sowas. Dann hätte ich gern grüne Pumps, aber nicht ganz grün, nur hinten die Naht und vorne die Pompons. Verkäufer, haben wir nicht. Dann hätte ich gern lila Pumps. Aber nicht ganz lila, wissen Sie, sondern nur hinten die Naht und vorne die Pompons. So, der Verkäufer, wissen Sie was, Sie können mich mal, aber nur hinten die Naht und vorne die Pompons. Hä? Und die Tochter hat sich mal von ihrem Freund nach Hause bringen lassen. Im Hausflur sollte es dann sein. Und er hat sie bedrängt und hat sie gesagt, nein, bitte nicht. Hat er gesagt, dann hol mir wenigstens einen runter. Aber ich kenne hier doch niemanden im Haus. Freunde, Freunde, wie heißt es immer so schön? Alles Heitere sollte kurz sein, alles Ernste auch. Und deshalb möchte ich mich fürs Erste von euch verabschieden heute mit einem Zweizeiler, der meinen Kindern zu Hause auch immer sehr, sehr viel Freude gemacht hat in den letzten Wochen. Der Vater furzt, die Kinder lachen, so kann man billig Freude machen. Ich danke euch. So, Freunde, Erfolg hat im Leben und Treiben der Welt, wer Humor, gute Laune und Nerven behält. Und das sind zwei Zeilen, die uns noch ein bisschen verfolgen sollen in der zweiten Halbzeit. Das soll so der rote Faden sein. Eben am Tresen, ich war ja noch draußen. Nicht? Und da saß da einer rum, du. Also das Gesicht auf eine Briefmarke und die Post geht pleite. Also ehrlich, du, das ist... Nimmt sein Glas und sagt, Leber, duck dich, es kommt wieder einer. Das war ein Typ. Ich war eben vorne am Tresen, du. Der fluchte rum da wie so ein Brunnenputzer, also du. Ehrlich, du. Sagt er, Herr Ober, wo bleibt mein Wechselgeld? Sagt, was heißt hier Wechselgeld? Sie haben mir 50 Mark gegeben und haben gesagt, ziehen Sie ab. Also ehrlich, der sagt... Freunde, es ist, ich muss es hier am Anfang mal kurz sagen, du, Humor ist ja heiter zu bleiben, auch wenn es ernst wird. Und, nicht, Freunde, wie sagt man ja auch immer, das Bundeshaus in Bonn ist ein Altglascontainer. Laute leere Flaschen und da sagt zum Beispiel der eine Bundestagsabgeordnete zum anderen in der Debatte, sag mal, wie war es denn letztes Mal im Urlaub? Sagt er, genau wie hier im Parlament, du, man saß rum und wartet aufs Mittagessen. Unser Bundeskanzler hat mal eine Debatte gesagt und ich möchte Ihnen sagen, meine Herren von der Opposition, zu mir kann jeder kommen, ich bin nach allen Seiten offen. Da ruft einer von den Grünen, wer nach allen Seiten offen ist, kann nicht ganz dicht sein. Unser Helmut war ja nur auch kürzlich, hatte auch dann eine Konferenz wieder in New York und hat nachher noch ein bisschen gebummelt durch New York, durch so ein Boulevard da oder was weiß ich und hatte Hunger und kam an so einen Imbissstand, habe so ein halbes Hähnchen gezeigt, sagt die Verkäuferin, Chicken? Nein, schöne Frau, ich esse es gleich hier. Danke. Freunde, unser Bundeskanzler, er muss leider immer mal wieder daran glauben, unser Bundeskanzler ist ja auch der beste Beweis dafür, dass Größe nicht immer entscheidend ist. Während, Freunde, während die Wale fast ausgestorben sind, geht es den Ameisen nach wie vor blendend. Die Abgeordneten wollen jetzt auch mit bedrohten Tierwelt helfen. Sie kaufen keine Pudelmützen mehr. Man unternimmt auch von der Regierung etwas gegen die Massentierhaltung. Gummibärchen gibt es nur im Zweierpack.
In Bonn passiert immer was. In Bonn kürzlich, ihr habt das gelesen von dem riesigen Empfang in Bonn. Sie hatten alle eingeladen, aus der ganzen Welt, die großen Leute, Mitterrand aus Frankreich war da. Sogar die Queen aus England. Haben fürstlich gespeist. Beim Hauptgang ist es der Queen passiert. Etwas Menschliches. Ein Analseufzer. Mitterrand steht auf und sagt, ich entschuldige mich im Namen von Frankreich. 5 Minuten später das gleiche Theater. Helmut Kohl steht auf und sagt, diesen und die nächsten 3 übernimmt die Bundesrepublik Deutschland. Freunde, einige wissen es sicherlich auch nicht. Ich habe es gerade aus der Zeitung erfahren. Einige wissen nicht, wer den Thunfisch erfunden hat. Das war ja auch unser Bundeskanzler Helmut Kohl. Das wissen viele gar nicht. Vollkommen unbekannt. Helmut Kohl in seinem letzten Urlaub. In Österreich am Wolfgangsee. Hat er mit seinen Bermudas. Er trägt ja diese Freizeitpampers mit Nässeschutz. Hat er bis zu den Hüften im Wasser gestanden. Plötzlich kam ein Fisch von hinten durch die Beine. Hat Helmut gesagt, muss nicht tun, Fisch. Kinder, ich möchte mich noch einen Augenblick bei unserem Bundeskanzler aufhalten. Seine Gattin, die Hannelore, hatte Geburtstag und man hatte alles eingeladen. Die Minister, die Ministerpräsidenten, die Staatssekretäre, alle mit ihren Frauen, mit ihren Gatten. Und Helmut hatte sich einen besonderen Gag einfallen lassen. Er hatte in einem Bordell einen Papagei gekauft, als Geschenk für seine Frau. Nun saß der Papagei in der Runde und sagte kein Wort. Alle versuchen vergeblich, den Papagei zum Sprechen zu bringen. Sagt Hannelore, er ist sicherlich noch fremd, er kennt ja niemanden. Ne? Guckt der Papagei in die Runde und sagt, die Kerle kenne ich alle, nur die Nutten sind neu. Freunde, auch unser Wirtschafts-, ich bin bei der Politik jetzt, ihr merkt es, auch unser Wirtschaftsminister Möllemann hat in der Bonner Altstadt mal einen Nightclub besucht, hat an der Bar gesessen, eine Blondierte hat sich zu ihm gesetzt, der ist mit ihr ins Gespräch gekommen, hat gesagt, na, eine gute Begleiterin wäre mir schon 36.000 Mark im Jahr wert. Sie kriegt große Augen, die gehen nachher auf seine Bude, machen sich eine feurige halbe Stunde. Sagt sie zu ihm, Jürgen, kann ich jetzt auf die 36.000 Mark vielleicht schon mal so einen kleinen Vorschuss kriegen? Na, sagt er, da wollen wir mal rechnen. 36.000 Mark, 3.000 Mark im Monat, 100 Mark am Tag. 4,40 Mark die Stunde, eine halbe Stunde warst du hier, macht 2,20 Mark und jetzt will ich kein Wort mehr über Geld hören. Auch unser damaliger Außenminister Genscher, die habt ihr noch vor Augen, dieser, wie sagt man, dieser Truckerfahrer mit den großen Seitenspiegeln, also der hat damals an einer Nahostkonferenz teilgenommen und ist anschließend noch ein bisschen gewandert durch die Wüste und hat dort eine Flasche entdeckt im Sand, hat sie hochgehoben, hat sie entkocht, ein Geist entweicht und sagt, ich danke dir, du hast mir die Freiheit geschenkt, du hast einen Wunsch frei. Genscher entfaltet eine Landkarte des Krisengebietes und sagt, ich wünsche mir Frieden für diese ganze Region.
sagt der Geist, das ist leider unmöglich. Genscher faltet die Karte wieder zusammen, will gerade gehen, sagt der Geist, du hast immer noch einen Wunsch frei. Genscher denkt kurz nach und sagt, dann wünsche ich mir, dass der HSV deutscher Fußballmeister wird. Der Geist kratzt sich hinterm Ohr und sagt, kann ich nochmal die Karte sehen? So, wir kommen mal kurz nach Bonn zurück. In Bonn fand ja kürzlich ein Chirurgenkongress statt. Alle Größen der Chirurgie waren dort vertreten. Es hatten sich drei Leute zusammengefunden, ein Amerikaner, ein Japaner, ein Deutscher. Diese drei unterhielten sich, sagt der Amerikaner, ich hatte neulich einen Fall, ich mag es euch nicht erzählen. In die Schrottpresse gekommen, das Einzige, was von ihm übrig geblieben war, war sein kleiner Finger. Ich habe eine Hand dran gesetzt, einen Arm, einen Körper, Beine, Hände, einen Kopf draufgesetzt. Der Mann ist wieder so tüchtig, der hat 100 Leute arbeitslos gemacht. Da sagt plötzlich der Japaner, wir hatten neulich eine Kernkraftexplosion, alles hops. Von einem Typ war nur ein kleines Haar übrig geblieben. Ich habe es mitgenommen, das Haar, habe einen Kopf dran gesetzt, einen Kopf konstruiert, Ohren, ich habe ein Gehirn eingesetzt, einen Körper dran, der Mann ist so tüchtig jetzt. Der hat 200 Leute arbeitslos gemacht. Sagt der Deutsche, das ist gar nichts. Ich bin kürzlich durch die Bonner Altstadt gegangen, habe einen Furz gerochen. Ich habe ihn eingepackt, mit in meine Praxis genommen. Ich habe einen Hintern drum geformt. Einen Korpus, einen Kopf, Arm, Beine, alles. Der Mann ist so tüchtig, der hat 3 Millionen Menschen arbeitslos gemacht. Ich habe ihm einen Namen gegeben, Norbert Blüm. Freunde, ich meine, Nobby ist ja auch ein Thema. Nobby hat ja damals in einer Talkrunde mal so schön gesagt, wenn schon arbeitslos, dann wenigstens einen Beruf, der auch Spaß macht. Nobby sagt man ja nach, wenn er sich auf einen Tennisball setzt, kann er die Beine baumeln lassen. Und er ist ja, man hat sich auch rumgesprochen, er ist der Einzige, der unter dem Bett stehen kann. Und Nobby neulich beim Golf ging mit seinem Schläger über den Platz. Das sah aus, als wollte er zum Stab hochspringen. Beim Putten ist er ins Loch gefallen. Die haben 3 Tage gebraucht, um ihn zu finden. Das sind unsere Politiker, auch zum Beispiel unser Verkehrsminister Krause. Der will die ganzen Autobahnen jetzt mit Gras einsehen, damit die Autofahrer auch bei 100 Stundenkilometern noch das Gefühl des Rasens haben. Krause, Krause ist ja auch derjenige, der immer gesagt hat, also alle reden vom öffentlichen Verkehr, nur keiner traut sich. Und ich sage immer, Freunde, es gibt ja irgendwie 2 Arten von Politikern. Also den einen ist alles wurscht, die anderen müssen überall ihren Senf dazugeben. Wie zum Beispiel der eine, der junge Reporter seinen älteren Kollegen fragt und sage, kannst du mir verraten, wann ein Politiker lügt? Sagt er, das ist an sich ganz einfach, wenn er sich an die Nase fasst, dann sagt er die Wahrheit. Wenn er sich am Ohr kratzt, dann sagt er die Wahrheit. Nur wenn er den Mund aufmacht, dann musst du vorsichtig sein. Ne? Ne? Das sind so die Journalisten. Ein Journalist hat doch den Gorbatschow gefragt. Sagen Sie, was haben Sie Erich Honecker eigentlich zu Weihnachten geschenkt? Sagt er, ein Zäpfchen. Sagt er, warum das denn? Ja, was soll man so einem Arsch schon schenken? Es ist ja, Freunde, Freunde, habt ihr die Meldung in der Zeitung nicht gelesen von dem Schalk Golokowski, von diesem Devisenfuzzi am Tegernsee da unten? Hat sich heute Morgen mit der Pistole in den Kopf geschossen. Ist nichts passiert, er hat eine Gedächtnislücke getroffen. Es ist ja, ne? Das ist ja auch ein Thema wert, dieser, wie sagt man, der Chef der Schweizer Garde aus dem Vatikan da unten, der Papst. Ist ja auch ein Thema. Nicht? Hat sich jetzt einen Manta tiefer legen lassen? Wenn er den Boden küssen will, braucht er nur die Tür aufzumachen. Also das ist ja,
Der hat ja bei seiner letzten Weltreise hat er sogar Berlin besucht, das KDW, das Kaufhaus des Westens. Er ist durch alle Stockwerke, hat sich alles zeigen lassen, hat alles sich angesehen in Ruhe. Am Ausgang hat der Chef ihm noch einen riesen Blumenstrauß überreicht. Und er hat gesagt, Heiliger Vater, bitteschön. Sagt der Bruder, womit habe ich das verdient? Sagt der Heiliger Vater, Sie sind der erste Pole, der das KDW verlässt, ohne was geklaut zu haben. Freunde, Freunde, ihr merkt an solchen kleinen Geschichten, Witz ist manchmal nichts anderes als amüsant gemachte Wahrheit. Ein Mann von der Gewerkschaft hat ein großes Unternehmen besucht und hat den Chef dieses Unternehmens gefragt, uns ist zu Ohren gekommen, Sie bezahlen Ihre Leute unter Tarif. Wie viele Leute beschäftigen Sie? Sagt er, drei Mann und eine Frau. Kann ich die Leute sprechen? Sagt er, natürlich. Er lässt sich die drei, was verdienen Sie? Ja, sagen die drei Männer, wir verdienen 500 Mark in der Woche. Ja, in Ordnung. Und die Frau? 400 Mark. Ja, sagt er, auch in Ordnung. Und sonst beschäftigen Sie niemanden mehr hier? Sagt er, doch, ich beschäftige noch so einen alten Trottel. Wissen Sie, der kriegt nicht viel. Der kriegt freie Station und jede Woche ein bisschen Taschengeld für Zigaretten. Sagt er, ich möchte den Mann sofort sprechen. Sagt er, Sie sprechen schon die ganze Zeit mit ihm. Freunde, es ist ja auch die Zeit, wo alles von Rationalisierung spricht. Ich meine, Rationalisierung ist ja, wenn ein Arbeiter, der 500 Mark in der Woche verdient, durch eine Maschine ersetzt wird, die nur 1 Million kostet. Nicht? Man sagt ja immer, einer, der ein Haus besitzt, ist ein Hausbesitzer. Einer, der ein Auto besitzt, ist ein Autobesitzer. Einer, der beides besitzt, ist ein Asylant. Und zum Beispiel am... diese Geschichte gehört da von dem Hochhaus da am Flughafen. Riesenhochhaus. Da haben oben wohnt ein Wessi, in der Mitte ein Asylant, unten wohnt ein Ossi. Eines Tages ist aber voll eine Boeing rein in dieses Hochhaus. Alles Trümmer, nichts von mir zu sehen. So, nichts. Nur einer hat überlebt. Wer? Der Wessi. Er war zur Arbeit. Nee, man muss also doch Zeitung lesen. Ich habe in so einer Illustrierten jetzt eine Meldung gelesen, da hat ein Mann seine Frau aus dem Fenster geworfen. Die Meldung stand in Schöner Wohnen. Und man liest ja auch überhaupt im Moment von diesem Leo Kojak, liest man ja auch gar nichts mehr, nicht? Der hat jetzt in Hollywood einen neuen Job, Deo-Roller bei King Kong. Also ich lese ja viel solche Sachen ganz gern. Also ich habe zum Beispiel in der Zeitung jetzt gelesen, die Japaner haben eine Pille erfunden. Da kannst du dich nach 10 Tagen noch mit dem Toten unterhalten. Kriegst nur keine Antwort. Und Kimmermann sagt ja zum Beispiel auch, den Japanern sagt man ja zum Beispiel nach, sie sind nur wirtschaftlich deshalb so stark geworden, weil sie während der Arbeitszeit auch arbeiten. Und zum Beispiel in Schottland soll es ja keine Kriminellen mehr geben. Nicht? Die Gefangenen müssen jetzt Miete bezahlen. Und Kinder, das ist, ja, denken müsst ihr alleine, da kann ich euch nicht helfen. Ihr merkt, es ist ein bisschen international, nicht? Nicht? Wisst ihr zum Beispiel, warum der liebe Gott den Orgasmus erschaffen hat? Nicht? Damit die Italiener wissen, wann sie aufhören müssen. Und es ist, man liest ja, Freunde. Nicht? Das sind Sachen, die liest man einfach in der Zeitung. Okay, Freunde, ich bin ewig am Blättern der Zeitung. Ich habe jetzt in der Zeitung gelesen, Katrin Krabbe hat einen neuen Trainer aus China, Doping. Und nicht wann sagt zum Beispiel ein Chinese guten Morgen, wenn er Deutsch sprechen kann. Das sind so, ich gebe es zu, sind Kleinigkeiten, man muss es nur wissen. Nicht? Wisst ihr zum Beispiel, warum die Engländer so fanatische Teetrinker sind? Nicht, weil ihr Kaffee ungenießbar ist. Nicht? Die Engländer haben zum Beispiel auch die Tischrede erfunden, um vom Essen abzulenken. Also das ist ja, ne? Das ist ein bisschen international. Wie ein Amerikaner sich eine dufte Puppe in Berlin aufgerissen hat, der kommt nach Amerika zurück und telegrafiert sofort und telegrafiert, solltest du von mir etwas bekommen? Schatz, nenn es nicht Mary, sondern Marie, das klingt deutscher. Und sollte es ein Junge sein, nenn ihn nicht Joe, sondern Johannes, das klingt deutscher. Sie telegrafiert auch zurück. Solltest du von mir etwas bekommen? Nenn es nicht Tripper, sondern Trapper, das klingt amerikanisch.
Freunde, ich meine, ihr gebt mir recht, international sich zu bewegen, da steckt auch ein Quantum drin. Zum Beispiel die Österreicher sind ja auch auf Zack. Die Österreicher, die haben aus Beethoven einen Österreicher gemacht, aus Hitler einen Deutschen. Ich meine, die sind auf Zack. Der Ötzi zum Beispiel, dieser, habt ihr jetzt gelesen, dieser Schneemensch, den sie da gefunden haben, das soll ja zum Beispiel ein Schweizer Beamter gewesen sein. Nur ein Schweizer Beamter lässt sich vom Eis überraschen. Ne? Also, ja. Ne? Das ist international. Denk an das Marinemanöver in der Nordsee. Du, da kommt ein U-Boot an. Luke wird aufgerissen, Österreicher kommt raus und sagt, neuer Weltrekord, 3 Monate unter Wasser. Kurz Zeit später kommt ein neues U-Boot an. Luke wird aufgerissen, Sternenbanner raus. Ein Ami ruft, neuer Weltrekord, 6 Monate unter Wasser. Kurz Zeit später kommt ein kleines U-Boot angetuckert. Luke wird aufgemacht, kommt einer raus und sagt, Gruß vom Führer, wo kann man hier tanken? Freunde, ihr gebt es zu, das ist international. Da sagt der eine Ostfriese zum anderen, du kennst eigentlich den Unterschied zwischen einer Wasserstoffbombe und einer Neutronenbombe. Also, nee, kenne ich nicht. Pass auf, ich erkläre dir das. Wenn die Wasserstoffbombe fällt, ne, dann bist du weg, dein Haus ist weg, nicht, und dein Fahrrad ist weg. Wenn die Neutronenbombe fällt, ne, dann ist dein Haus noch da, dein Fahrrad ist noch da, nur du bist weg. Sagt er, du, das muss irgendwie noch eine dritte Bombe geben. Sagt er, wieso denn das? Ja, ich stehe heute Morgen auf. Ich bin noch da, mein Haus ist noch da, nur mein Fahrrad ist weg. Ne? Freunde, ihr merkt, wo wir zwischenzeitlich gelandet sind in Ostfriesland. Und das ist ja ein Fleckchen Erde, du Freunde, in Ostfriesland, du, da gehen die Leute noch angeln, da haben die Leute noch Würmer, du, das ist aber schön da, du. Da steht ein Ostfriese an der Verkehrsampel und drückt immer. Kommt ein Polizist und was machen Sie denn da? Ich klingel, dann macht aber keiner auf, Herr Lappert. Sagt der Polizist, lassen Sie mich mal. Der drückt. Er drückt und er drückt und sagt, nee, nee. Aber scheint jemand da zu sein, oben brennt noch Licht. Freunde, Ostfriesland, kommt einer ans Reisebüro und sagt, guten Tag, ich möchte gern fliegen. Ja, einen Moment, ich fange ihm mal ein paar. Und, da sagt der eine Ostfriese zum anderen, du, ich war jetzt im Urlaub, war ich in Afrika, du. Du, das war so heiß, du. Sagt er, wo warst du da genau? Sagt er, am Äquator. Sagt er, und? Nördlich oder südlich? Sagt er, nördlich. Na, sagt er, nördlich, das geht ja noch. Also das ist ja... Guck mal, die Guten kommen nie so an, merkst du schon. Zwei Ostfriesen fahren mit ihrem Manta. Ne? In die Alpen. Auf halber Strecke sehen sie so eine Pfütze. Sagt der eine, halt, der Bodensee. Der steigt aufs Dach, macht den Körper runter, rappelt sich wieder hoch, steigt ein und sagt, kann's weiterfahren, ist zugefroren. Ne? Die fahren hier richtig rein in die Alpen, du, in einer Serpentine, da fliegen sie voll raus aus der Kurve, du, runter, der eine schreit, oh Gott, wir werden sterben, sagt der andere, mach dir doch nicht in die Hosen, da unten kommt ein Stoppschild, Mensch. Die sitzen daher in den Alpen, du, die sitzen in den Alpen in ihrer Berghütte, sagt der eine zum anderen, mach den Ofen mal an. Sagt der, lieber Ofen, wie geht es dir? Du siehst gut aus. Was machst du heute Abend? Sagt der Blödmann, du sollst den Ofen anfeuern. Sagt der Ofen, 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 Ofen. Freunde,
Da gehen zwei Ostfriesen in der Wüste spazieren, tagelang. Es ist eine halbe Mahne, ich habe Sand im Schuh. Guck mal, solche kleinen Sachen gefallen mir besonders gut. In Ostfriesland, in öffentlichen Badeanstalt, kommt eine Frau aus dem Wasser und sagt, Herr Bademeister, ich bin eben unsittlich berührt worden. Na, der Bademeister, der guckt ins Schwimmbecken und sieht, wie ein Opa auf den Grund taucht. Sagt er, was machen Sie denn hier? Sagt er, ich suche mein Toupet. Dreimal hatte ich es schon, immer war es wieder weg. Du. In Ostfriesland, in einem Dorf in Ostfriesland, du, da hat sich ein Opa auf dem Dachboden aufgehängt. Oma ist am nächsten Tag durchs Dorf gelaufen und überall erzählt, der Herrgott hat Opa mit dem Lasso eingefangen. Sagt der eine Ostfriese zum anderen, du, meine Frau lässt mich einfach Sonntagnachmittags nicht auf dem Fußballplatz. Du. Sagt er, dann setz dich doch zu Hause mal durch. Schnapp dir deine Frau, leg sie übers Knie und dann lässt sie dich bestimmt los. Am nächsten Sonntag ist er wieder nicht auf dem Fußballplatz. Da hast du das nicht gemacht? Ich hab das gemacht, sagt er natürlich. Ich hab sie übers Knie gelegt, Hose runter, du, und dann wollte ich plötzlich nicht mehr auf dem Fußballplatz. Ne? Kommt eine Frau zum Arzt und sagt, Doktor, meine Spirale ist im Arsch. Ja, da gehört sie auch nicht hin. Ich meine, es ist so... Es war ziemlich schwer, heute Abend euren Geschmack zu treffen. Poldi, da sagt der eine Musiker in Ostfriesland zum anderen, was liebst du am meisten, sagt der Märsche ohne M. Guck mal. Heino war ja auch in Aurich auf Konzerttour. Er betritt die Bühne der Konzerthalle. Nur eine einzige weibliche Besucherin ist da. Und er sagt, heute Abend singe ich nur für dich. Sagt sie, dann muss ich aber beeilen, ich mache hier nämlich sauber. Das ist immer noch Ostfriesland. Da fährt ein Laster. Nebenan kommt ein Sportflitzer. Mit Fuchsschwanz an der Antenne. Der versucht, den Laster zu überholen, als er auf gleicher Höhe ist, kurbelt er das Fenster und sagt, ich heiße Manni und fahre einen Manta und du verlierst Ladung. Der kümmert sich nicht drum, fährt weiter eine halbe Stunde später, versucht er den wieder zu überholen, gleiche Höhe, der kurbelt das Fenster, ich heiße Manni, fahre einen Manta und du verlierst Ladung. Da kurbelt er sein Fenster und sagt, ich heiße Erwin und fahre einen Streuwagen. Freunde, ich bin heute Abend ins Quasseln gekommen, aber ich glaube, wir hatten trotzdem ein wenig Spaß miteinander. Und das Einzige, was mich hier jetzt noch hält, ist die Erdanziehungskraft. Und ich möchte mich heute Abend von euch verabschieden mit einem kleinen Jäger-Trinkspruch. Schwer dauert mich der Auerhahn, der im April nur balzen kann. Nur 14 Tage, armes Reh, hast du im Sommer Liebesweh. Und auch des Hirsches edle Zunft hat einmal nur im Jahr die Brunft. Ja, auch das Schwein, Jahr aus, Jahr ein, kennt nur der Rauschzeit Liebeswein. Jedoch der Mensch, oh welch Entzücken! Ob Winter, Sommer, Herbst, ob Lenz, ihm soll's das ganze Jahr durchglücken. Gott schütze uns vor Impotenz.
Das ist ja du. Das ist ja du. Aber so warst du. Also, Kinder, vor welcher Frage, was wollt ihr alle in meinem Zimmer hier, du? Aber, Freunde, die Stimmung ist gut. Ich habe es gemerkt am Anfang schon. Auch meine Briefträgerin hat gesagt, heute geht die Post ab, hat sie gesagt. Und ich habe es ja gerade, ihr habt gemerkt, ich war heute besonders spät dran. Das liegt daran, ich bin unterwegs, ich habe 2 Stunden im Stau gestanden. Mir tun die Füße weh, kann ich euch sagen. Und da kam einer an, du, ihr kennt die, du, so mit Täschchen und Minirock, du. Du, ein ganz scharfes Geschoss, du, lange blonde Haare mit kurzen schwarzen Wurzeln, ihr kennt die, du. So, also, tolle Kante, Hyperbombastico, du. Genau die Frau, vor der mich meine Mutter immer gewarnt hat, weißt du. Guckt bei mir ins Fenster und sagt, na Süße. Wismar? Ich sag, nee, Rostock. Also, ehrlich, und, Freunde. Ja, ja, ich merk schon. Ich merk schon am Anfang, einige applaudieren, die anderen denken noch nach. Und ihr kennt diese alten Sprüche. Und bei mir können ja Rehbraten und Frauen ruhig so ein klein bisschen verdorben sein. Das ist ein alter Spruch. Ja, ihr lacht. Ihr lacht. Ich stehe nach wie vor auf Frauen. Gut, ich stehe stramm auf die 50 zu. Und 50? Ein Mann von 50 ist wie ein Baum. Er hat Moos und einen starken Stamm. Ja. Ja, ihr lacht so. Und ich habe eine gute Mittellage und dazu stehe ich, du. Ja, gute, gebe es offen zu, mein Jagdgebiet wird immer größer. Nur die Munition wird weniger, das ist klar. Ne? Ja. Wie heißt es immer so schön? Das Kind ist im Manne. Und meine sind noch längst nicht alle raus. Glaubt mir das, du? Ja, nein, Freunde. Ich sage immer, du, lieber den zweiten Frühling als die dritten Zähne, du. Und wir Männer, Freunde, wir Männer kriegen ja 2-mal im Leben Schreck. Also das erste Mal, wenn es beim zweiten Mal nicht mehr klappt, und das zweite Mal, wenn es beim ersten Mal nicht mehr klappt. Und wir haben ja auch, wir Männer haben ja 3 wichtige Abschnitte im Leben. Nicht erstens, ich will sie, zweitens, ich hab sie, drittens, ich hab sie satt. Also das sind diese Sachen, ja, das sind, natürlich. Und ich finde das irgendwie nicht richtig, ich finde es fies. Nicht? Wenn ein Dicker eine Dünne dick macht und sich dann dünne macht, ich meine, das ist doch nicht schön, Freunde. Ne? Das ist nicht schön. Ne? Ne. Aber Männer ohne Vergangenheit sind wie Bücher ohne Eselsohren, glaubt mir das. In beiden ist zu wenig geblättert worden, glaubt mir das. Ich kann euch das erzählen, du, ich neulich rein in so eine Disco. Ich gleich auf den Disc-Jockey zu und sag, ich sag, hat deine Anlage hier was mit der Prostata? Sag, warum? Ich sag, da kommt so wenig raus, Mensch, was ist los? Ne? Und da saß ja wohl einer am Tresen, so eine Ätzschnitte, weißt du? Oh, hau, hau, ha, die hatte weniger auf den Rippen als ein Stück Seife nach dem 8. Waschgang. Also, ehrlich, ein Öko-Fetzen hatte die an, also, oh, mit einem Dekolleté. Also, ich habe gedacht, Mensch, wie kann man Sprengstoff nur so offen lagern? Also, ehrlich, und eben, ja, ehrlich, einen Ausschnitt, du. Die hatte ein Dekolleté, die konnte sich durch den Ausschnitt die Knie waschen. Also, ehrlich, das ist, ja. Und Ohrringe, du, wie Angelhaken für Goldfische. Also, ehrlich, du. Nicht? Und ich habe gesagt, sind Sie nur so gekommen oder meinetwegen nicht? Man muss ja mit so einem Mädel mal ein bisschen ins Gespräch kommen, nicht? Und ich sage, ich mache eigentlich Frauen mit Schmuck gar nicht so gern, aber ihre Augenringe sind echt affengeil, habe ich gesagt. Ich sage zu ihr, darf ich Sie denn zu einem Drink einladen? Sagt sie, wenn Sie so freundlich sein wollen, aber dass ja nichts passiert. Jo, wir haben ein gutes Gläschen getrunken. Gallenblaser, Nierenritt. Ich sag, Fräuleinchen, wie ist es mit dem Tänzchen? Sagt sie, wenn sie so freundlich sein wollen, aber das ist ja nichts passiert. Und dann stand die auf. Kennt ihr diese Sitzgrößen? Die wurde immer länger, du. Freunde, wir haben getanzt, Wange an Backe. Ich wollte ihr ein Kompliment machen und sag, Fräuleinchen, Sie haben wunderschöne Nasenlöcher. Ich sag, darf ich Sie nach Hause bringen? Sagt sie, wenn Sie so freundlich sein wollen, aber das ist ja nichts passiert. Ich
habe sie ins Auto geworfen, wir sind gefahren bis nach Hause. Ich darf sie noch zur Tür bringen. Sagt sie, wenn Sie so freundlich sein wollen, aber das ist ja nichts passiert. Sag, Menschenkind, ist Ihnen schon mal was passiert? Sagt sie, nein, aber wenn Sie so freundlich sein wollen. Okay. Freunde, die mich kennen, die wissen natürlich auch, ich bin echt ein Kavalier in der Liebe. Also ich nehme mir auch die Zigarre aus dem Mund, wenn ich eine Frau küssen will. Also das ist ja... Sagt mein Doktor neulich zu mir, wie sieht es denn aus mit der Liebe? Ich sage, und ich normaler Doktor, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Oh, das ist eine Menge, da wollen Sie ein bisschen kürzer treten. Lassen Sie die Dienstag mal weg. Ich sage, das geht nicht. Der einzige Tag, an dem ich zu Hause bin. Sagt er, haben Sie denn Kinder? Ich sage, 12 Stück. Sagt er, um Gottes Willen, jetzt geht's bei Ihnen zu Hause ja drunter und drüber. Ich sage, nee, die sind alle bei Ihren Müttern, du. Nein, mein Arzt ist auch eine Kanone. Also das ist so ein Typ, der immer sagt, Schein oder nicht Schein. Das ist hier die Frage. Ihr kennt diese alten Ärztesprüche. Nee, der war ja Kanone, der Mann. War früher mal Leber- und Darmspezialist in einer Wurstfabrik. Also der ist... Ich sage, Doktor, Sie müssen mich unbedingt krank schreiben. Sondern was fehlt Ihnen denn? Ich sage, ein freier Tag. Sagt ihr, Ihr Cholesterinspiegel ist nicht in Ordnung. Ich sage, das weiß ich, ich habe mir schon Alibert bestellt. Ich sage, Herr Doktor, da habe ich mir ein bisschen Probleme mit den Schultern. Hat er ein bisschen flott gelebt, was? Ich sage, Herr Doktor, doch nicht mit den Schultern. Ich sage, Herr Doktor, dann denke ich Tag und Nacht an mein Geld. Also, das werden wir bald haben, sagt er. Sagt er, letzte Nacht hatte ich einen fürchterlichen Albtraum, grausamen Albtraum. Ich war auf einer einsamen Insel mit Steffi Graf, mit Madonna, mit Claudia Schiffer. Sagt er, was war da denn so grausam? Ja, ich war heller von Sinnen. Es ist, meine, nee, mein Arsch ist eine Kanone, du. Sagt er, treiben Sie irgendeinen Sport? Ich sage, ja, Bogenschießen. Oh, sagt er, geradeaus ist schon schwer, ne? Ich sage, Herr Doktor, wenn ich Kaffee trinke, kann ich nicht schlafen. Sagt er, komisch, bei mir ist genau umgekehrt. Wenn ich schlafe, kann ich keinen Kaffee trinken. Also das ist ja, ne? Nein, Freunde, macht dir einen schönen Tag, geht mal zum Onkel Doktor. Das ist so schön. Nicht? Wie heißt immer so schön, bei Risiken und Nebenwirkungen zerreißen Sie die Packungsbeilage und verklagen Sie den Arzt oder Apotheker. Ihr kennt diese alten Sprüche, ne? Guck mal, mein Nachbar zum Beispiel jetzt, der hat beim Jogging einen Herzinfarkt gekriegt. Im Krankenhaus hat er gesagt, das war mir meine Gesundheit wert. Also und der lebt ja, du, der, das ist auch ein Typ, der lebt ja ganz streng, vegetarisch, nicht? Ich sag, warum das denn? Ja, Vegetarier sterben gesünder, sagt er, nicht? Und ruft er mich neulich an und sagt, hast du meine Todesanzeige in der Zeitung gelesen? Ich sag, ja, von wo rufst du denn an? Aber der hat ja einen Spruch drauf, und Dick, das geht mir immer so richtig an die Leber. Ihr kennt es, der hat einen Spruch drauf, der sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, es muss auch mal ein Bierchen sein. Bringt euch das auf was? Sag mal, kann mir nicht jemand was zum Gurgeln mal bringen hier oben? Das ist ja eine Hitze hier. Muss ja kein 7-Minuten-Pilz sein, Kinder. Macht mal irgendwas locker, komm, einen kleinen Drink für mich. Muss doch mal kommen, komm mal, Herbert ist gut da. Komm. Ist das, lass mal, ich habe ein frisches hier, du. Oh, das ist schön, du. Wo warst du denn so lange, Mensch? Hm? Sag mal, Horsti, warum schenkt ihr Bier in Schnapsgläsern ein hier eigentlich, du? Nee. Nein, Kinder, ich möchte dieses Glas erheben. Auf unsere Frauen und Geliebten mögen sie sich nie begegnen in diesem Sinne. Nein, er ist der Wert, ist ein Typ, du. Der hat alle Berufe, was der schon beruflich gemacht hat, ihr glaubt es gar nicht. In Hollywood hat er Eheringe vermietet, nicht? Also das ist ein Typ, du, der ist es, ja. Eine Zeit lang macht er groß in Kühlschränken, nicht? Also, der hat alle Berufe, der. Dann war einmal Testpinkler bei Pampers, also was der alles schon, du, der ist ja... Das ist ja auch ein Typ, du.
sondern das ist ja ein Typ, also der, zu dem muss ich kurz mal Stellung nehmen. Also der ist ja Heiligabend auf die Welt gekommen, er wollte Weihnachten zu Hause sein. Also und der, das ist ja ein Typ, Freunde, der sieht immer so aus, als, wie soll ich sagen, also als hätte er einen Gletscher abgelutscht. Also mit dem Gesicht könnte er einen Yeti anlocken. Könnt ihr verstehen? Also ehrlich, das ist also, der hat auch eine dickere Lippe, als wenn 100 Neger singen Only You. Also das ist ein Wahnsinn, ja? Der hat auch den, pass auf, der hat... Ehrlich, der hat den IQ von Flippers Tante, also der wird bei der deutschen Schäferhundprüfung wird er durchfallen. Also ehrlich, das ist ein Typ. Ja, der hält Zadek für eine Dosensuppe und Clinton für ein Duschgel. Also so ein Typ. Ehrlich, das ist ein Wahnsinniger. Und geizig, der lacht nur auf Kosten anderer. Kennt ihr solche Leute? Der ist so geizig, der hat da einen Mülleimer zu Hause, hat eine Alarmanlage. Ehrlich, das ist ein Typ, nur solche Sachen, du. Sagt er, meine Frau, die hat mir jetzt aus dem Fernsehen, hat die das Zeug gekauft, Feri Ultra, du. Das kleine Wunder gegen Fett. Ich habe mich mit dem Zeug 4 Wochen gewaschen. Ich habe nicht einen von abgenommen. Also, das ist mein Wirkung. Hat er mal zu seinem Sohn gesagt, unser Baby ist unsere Zukunft. So, Papa, was ist denn Mama? Mama ist die Regierung. Aha. Nachts wacht der Junge auf und sagt, Papa, weg schnell die Regierung. Unsere Zukunft liegt in der Scheiße. Nein, Freunde, es ist ein verrückter Typ, das liegt bei ihm am Fehlen jeder intellektuellen Ablenkung. Also ich sag manchmal, Alter, was hast du bloß zwischen den Ohren? Also das ist ein Typ, ehrlich, wenn der eine Reise mit dem U-Boot macht, nimmt er einen Fallschirm mit. Also das ist ein Wahnsinniger. Das ist ein Typ, ihr glaubt das gar nicht, der hat ein Ei auf dem Dach, dem fehlt ein Henkel an der Kanne. Kennt ihr so? Neulich hat er im Fernsehen so eine Reise gewonnen. So, bei so einer Giemschuh, eine Reise nach Mallorca, eine Flugreise. Der steigt ins Flugzeug, nicht? Setzt sich auf Platz 5a, kommt die Stewardess und sagt, darf ich mal Ihre Bordkarte sehen? Ja, sie sind 15a. Nicht gedürft? Nee, sagt er, hier bleib ich sitzen. Ich habe die Reise gewonnen im Fernsehen nach Mallorca. Da bleibe ich jetzt sitzen. Nee, sagt er, Sie müssen weg. Hier kommt gleich ein anderer Fluggast, der... Nee, sagt er, ich bleib hier sitzen. Hey, die geht zum Piloten und sagt, können Sie das mal eventuell? Ich kriege den Gast dann nicht weg, der sitzt ganz woanders. Ja, dann nimmt sein Boardcase, setzt sich bei dem hin. Nach 2 Minuten setzt er sich auf 15a. Sagt die Stewardess, wie haben Sie das gemacht? Ja, ich habe gesagt, wir fliegen erst ab Reihe 15 nach Mallorca. Hey. Hat er sich mal mit der Motorsäge, du. Im Wald hat er sich alle 10 Finger abgehackt, mit der Motorsäge, abgetrennt, du. Der kommt in die Notaufnahme, ne? Sagt der Chirurg, halb so schlimm, das kriegen wir wieder hin. Haben Sie die Finger mit? Der zuckt mit den Schultern, aber ich bitte Sie, sagt er. Das ist bei uns in der heutigen Zeit überhaupt kein Problem. Wir haben eine riesen Technik, Mikrochirurgie. Wir würden Ihnen die Finger wieder annähen. Dann sind Sie wieder voll im Einsatz, können wieder voll arbeiten. Warum haben Sie denn nicht mitgebracht? Sagt er, ich konnte Sie nicht aufheben, Mensch. Nee, Freunde. Du, da wollte er mal mit, da ist er mal in ein riesiges Hotel, du, in so einen riesen Schuppen gefahren, du. 50 Stockwerke, du. Du, da, und da kommt eine Rezeption und sagt zum Direktor, ich möchte gerne mit meiner Gattin hier Silberhochzeit feiern. Haben Sie eine schöne Suite für uns? Sagt er, ja, im 50. Stock, ganz oben. Oh, sagst du, die nehmen wir, du, die ist wunderbar, du, das gefällt mir. Ja, sagt der Direktor, hat einen Nachteil. Der Lift, der Fahrstuhl, ist defekt. Sie müssen schon zu Fuß darauf laufen. Oh, sagt sie, nee, das mache ich nicht. Also, Liebling, sagt er, wir haben doch viel Zeit. Wir machen das ganz einfach. Auf jedem Stockwerk erzählen wir uns einen Witz. Ne? Na, die tippeln los im 49. Stockwerk. Sagt sie, ich weiß keinen Witz mehr. Sagt er, ich weiß nur einen. Wir haben die Schlüssel an der Rezeption vergessen. Ne? Nee, du. Er ist ein Typ, du. Der hat immer Sachen, du. Manchmal kannst du mit ihm gar nicht unterhalten, du. Sagt er neulich, kennst du den Unterschied zwischen einer Zigarette und einem Heuwagen? Ich sag, nee, keine Ahnung. Sagt er, im Heuwagen ziehen 2 Ochsen. Also das ist ja... Kinder, es ist ja... Nichts gegen die Raucher, du. Kommt dann neulich auf die Bank und sagt, guten Tag, ich möchte gern diesen Scheck einlösen. Ja, sagt der Kassierer, müssen Sie hin unterschreiben. Sagt er, nee, mach ich nicht. Ist ja mein Scheck. Da müssen Sie hinten unterschreiben. Nee, so das ist mein Scheck. Auf mein Scheck unterschreiben alle immer vorne. Die Leute unterschreiben alle. Sie müssen hinten unterschreiben, sonst kriegen Sie kein Geld. Ich kann Ihnen das Geld sonst nicht geben.
Ja, sagt er, dann gehe ich eben zur anderen Bank. Dann geht er zur anderen Bank, da zieht er die gleiche Arie ab. Nicht? Dem Kassierer den Platz der Kragen, der holt einen Gummiknüppel, nicht? Haut ihn dann auf die Glocke und sagt, Sie sollen hier unterschreiben. Sagt er, ja, ich mach das. Geh wieder zur Bank zurück, sagt der Kassierer, na? Haben Sie Ihr Geld gekriegt? Sagt er, habe ich gekriegt, ja. Haben Sie hinten unterschrieben? Sagt er, habe ich gemacht, ja. Warum haben Sie bei mir denn nicht gemacht? Ja, dann sind die haben mir das nicht richtig erklärt, Mensch. Nee, das ist auch ein Typ, du. Aber er ist ja irgendwie, Freunde, er ist ja irgendwie, wie soll ich sagen, er ist so ein Snob. Also ein Brett vom Kopf, aber Mahagoni. Kennt ihr? Das ist auch ein richtiger Snob. Ein richtiger Snob fährt ja heute nicht so ein Riesenauto, er fährt einen Mini Cooper. Also wenn er drin sitzt, da sieht er aus wie so ein Kotelett in Sülze. Kannst du dir vorstellen? Oh, ein richtiger Snob. 12 Führerscheine. Ja, wenn der in die Verkehrskontrolle kommt, kurbelt das Fenster runter, wirft einen raus und fährt weiter. Kennt ihr solche Leute? Oh, richtiger Snob. Ja. Denn in seinem Auto hat er 3 Nummernschilder. Eins vorne, eins hinten, eins unten. Ich sag, wozu unten? Ja, wenn ich überfahre, soll auch wissen, wer es gewesen ist. Ne? Ja, das ist so. Hey, du. Richtiger Snob. Neulich auf dem Reitplatz läuft er rum, du breitbeinig, ihr kennt das. Mit Reitstiefeln an Sporen dran. Kommt so eine neureiche Frau auf ihn zu und sagt, das nützt überhaupt nichts, wenn sie hier so rumlaufen. Mit Reitstiefeln sporen sie überhaupt kein Pferd. Sie haben überhaupt kein Pferd. Da sagt er, und Sie haben ja auch eine Feder am Hut, können keine Eier legen. Nein, das ist ein Typ, also Freunde, der hat irgendwie, wie soll ich sagen, der hat irgendwie einen Webfehler. Also wenn man die zuhört, also da fetzt ein Baby manchmal die Banane aus dem Mund. Also nur dummes Zeug. Nur, also der macht ständig was, aber das selten. Also der sagt, ne, er sagt er neulich so schön zu mir, der hat ja intelligente Sachen. Sagt er neulich zu mir, auf älteren Fotos sieht man immer viel jünger aus. Ne? Sagt er, ich bin ja älter, als ich aussehe, aber jünger, als ich bin. Also solche Sprüche. Ganz schlimm. Aber nein, also sonst, aber richtig, der hat ja intelligente Sprüche, wenn man sich mit ihm unterhält. Also richtig, also zum Mitdenken, nicht Larifari, sondern hier richtig. So bergab ist steiler als zu Fuß oder Kopflosigkeit schützt vor Mundgeruch. Also der hat richtig, ne? Nee? Gute Sprüche. Tarzan war besser als sein Ruf und solche Sachen. Nicht? Wer den Teufel an die Wand malt, spart Tapete und solche Sachen. Also nicht, wer im Glashaus sitzt, sollte sich im Dunkeln ausziehen. Also der hat richtige gute Sprüche. Oder nicht, nach dem Essen sollst du schwatzen oder aus der Hose platzen. Also der hat richtige, nicht? Ist der Bauer voll mit Wein, melkt er locker noch das Schwein. Also solche Sachen, nicht? Rutscht im Winter die Unterhose, war schon im Herbst das Gummiband lose, also solche Sachen. Ne? Hey du! Mit dem kannst du dich gar nicht vernünftig unterhalten. Ich frage neulich, wie spät ist es? Sagt er, halb. Ich sag, wieso halb? Ja, meine Uhr hat nur einen Zeiger, sagt er. Ne? Fragt er neulich, du, weißt du, wie man einen Kühlschrank kastriert? Ich sag, keine Ahnung. Sagt er, Tür auf, Eier raus, Tür zu. Also ehrlich, du, das ist. Der hat Sachen drauf. Sagt er zu mir, woran erkennt man einen Exhibitionisten in der Sauna? Ich sag, keine Ahnung, am Mantel. Sagt er, warum gibt es auf dem Altonaer Bahnhof nur männliches Personal? Ich sag, keine Ahnung, weil es ein Sackbahnhof ist, Mensch. Nee, ich hab mit dem verrückte Sachen, du, vor Gericht, du, da hat der Richter mal gesagt, wir haben einen Zeugen, der den Angeklagten in der hellen Vollmondnacht durch die eingeschlagene Schaufensterscheibe des Juweliergeschäfts kriechen sah, sagt der Verteidiger, aber Herr Richter, das kann doch gar nicht sein, in der fraglichen Nacht war nach dem Kalender hier Neumond, na, der wird freigesprochen, nicht, sagt der Verteidiger nachher, macht 2000 Mark, Ihr Verteidiger, oh, das ist aber teuer, das finde ich gar nicht. Schon der Druck des Kalenders hat 1000 Mark gekostet. Nee, du, immer so kleine spitze Sachen, die er auch drauf hat, du. Nee? Sagt er, was hat ein Polizist und 1000 Markschein gemeinsam? Ich sag, keine Ahnung. Wenn man einen braucht, ist keiner da, du. Das ist.
Neulich kommt er raus aus seiner Kneipe, du. Du versuchst sein Auto aufzuschließen, kommt da gleich ein Peterwagen und sagt der Wachmeister, den Schlüssel sollten Sie lieber uns geben. Das ist der Herr Wachmeister. Mit dem Schlüssel habe ich überhaupt kein Problem. Sie können mal den Wagen festhalten. Sagt er, haben Sie Alkohol getrunken? Kein Schluck. Na, der Wachmeister holt so einen kleinen Büdel raus mit so einem Nippel dran, weißt du. So, blasen Sie da rein. Das meine ich nicht. Machen Sie nicht. Gut, dann blase ich für Sie, dann sind Sie den Führerschein aber los. Dann läuft der Leute von der Kneipe rum, du. Und singt immer, die Fahne hoch. Kommt gleich ein Polizist und sagt, Sie sind verhaftet. Warum denn, Herr Wachmeister? Ich bin überfallen worden, ich bin ausgeraubt worden. Aber hören Sie mal zu, da singt man doch nicht das Horst-Wessel-Lied. Da ruft man doch laut um Hilfe. Hab ich ja gemacht, da kommt ja keiner. Nee, in seiner Kneipe ist was los, du. Da säuft eine Frau einen Schnaps nach dem anderen, du. Nach dem 20. sagt er, wird nah, soll's noch einer so ein? Nein. Die kriege ich immer so kräftig Sodbrennen davon. Sagt der Wirt, das ist kein Sodbrennen, Ihre linke Brust hängt im Aschenbecher. Da ist was los in der Kneipe, du. Da sagt der eine zum anderen, was macht denn der Blödmann da unten auf der Erde? Sagt er, der so verzweifelt seinen 100-Mark-Schein. Sagt er, woher weißt du das? Ich stehe drauf. Da sagt der eine, du, ich habe letzte Woche geheiratet. Oh, das ist aber toll. Nee, ich sag, so toll ist das. Meine Frau ist hässlich, du. Ja, das ist schlecht. Nee, so schlecht ist das auch nicht, du. Sie hat Geld. Oh, das ist gut. Nee, so gut ist das auch nicht, du. Sie ist geizig. Oh, das ist schlecht. Das ist schlecht. Nee, so schlecht ist auch nicht. Sie hat mir letzte Woche eine Riesenvilla geschenkt. Oh, das ist gut. Nee, sagt er, so gut ist das auch nicht. Die ist letzte Woche abgebrannt. Oh, sagt er, das ist schlecht. Nee, so schlecht ist auch nicht. Sie war nämlich drin, du. Nee, du, in der Kneipe ist was. Also da, ich hab mal neulich schon auf der Karte, du, Spezialität, Taube à la Napoleon, du. Ich hab mir so eine gebratene Taube bestellt, du, ich beiß da so eine Keule rein, du, gleich von der Banderole, du. Ich hab die aufgemacht, du, war ein Zettel drin, stand drauf, wir greifen an im Morgengrauen, Napoleon, du. Das ist so. Da kam neulich einer rein, du, mit der Katze auf dem Arm. Ne? Stellt sich an Tresen mit der Katze und sagt, ein Bier, ein Korn und 30 Frikadellen. Ja, der trinkt Bier und Korn weg, die Katze frisst die 30 Frikadellen. Ne? Da sagt der Wirt, ich habe ja schon viel gesehen. Aber eine Katze, die 30 Frikadellen frisst, ja, sagt, ich will Ihnen das kurz mal erklären. Neulich ist mir eine Fee begegnet und die hat mir gesagt, Sie haben drei Wünsche frei. Ne? Und da habe ich gesagt, erstens möchte ich ein unendliches Leben für Sie. Ist schon in Ordnung. Als zweites möchte ich ewige Gesundheit. War auch sofort in Ordnung. Und als drittes möchte ich eine unersättliche Muschi. Und da muss ich irgendwas verkehrt verstanden haben. Nein, Freunde, du. In der Kneipe ist was los, du. Da sagt der Wirt ja eines Tages, du, mein Schäferhund hier, ne? Das ist ja nun ganz scharfer, der habe ich persönlich abgerichtet, du. Der macht alles kurz und klein, du. Ne? Da sagt einer, das glaube ich nicht. Ich habe zu Hause so einen gelben Hund, so einen großen, den hole ich mal. Der macht aus deinem Hund aber Gulasch, du. Ja, sagt er, gut, wir wetten um 500 Mark. Na, die Wette gilt, der holt seinen gelben Hund von zu Hause. Sagt der Wirt, ich sage Ihnen das nochmal. Mein Hund ist ein abgerichteter, scharfer Polizeihund, ein Schäferhund, nicht? Na gut, die Wette gilt, nicht? Top, nicht? Ihr kennt das, nicht? Der sagt, Ajax, Attacke, Fifi, Fass. Weg war der Schäferhund. Da sagt einer am Tresen, das darf ja wohl nicht wahr sein. Ich habe draußen im Auto eine blutsaugende Docke. Du, ein Kampfhund, du, der macht aber alles kurz und klein, du. Du, wir wetten mal um 1000 Mark. Wette gilt.
Der holt den Kampfhund rein und er sagt, Pluto, Attacke! Hat der Pfiffi fast. Weg war der Kampfhund, du. Da sagt er, das darf ja wohl nicht wahr sein. Sagen Sie mal, was ist denn das eigentlich für eine Rasse? Da weiß ich auch, den hat mein Schwager aus Afrika mitgebracht, hat er so eine lange Mähne, die habe ich ihm abgeschnitten, du. Freunde, Freunde, wie heißt das immer so schön? Humor ist die Fähigkeit, heiter zu bleiben, auch wenn es ernst wird. Und deshalb möchte ich die erste Halbzeit beenden mit einem kleinen Vierzeller, den mir ein guter Freund einmal geschickt hat. Alle Leute sollen leben, die uns was zu trinken geben. Aber die, die uns das neiden, sollen uns mit tausend Freuden Daunenfedern durch die Nasen, Zentnerweiß durchs Armloch blasen und das bei konträrem Wind, bis sie meine Freunde sind. Tschüss! So, Freunde! Ja, das ist ein zauberhaftes Geräusch. Wie gesagt, wir wollen die zweite Halbzeit unter das Motto stellen. Lieber die Sau rauslassen, als den Hund begraben. Und ich bin ja vorhin, ihr kennt Breitenfelde ist ja schön hier. Aber ich bin über Köthel gekommen vorhin. Ja, Bürgermeister lacht, du. Aber auch ein schönes Fleckchen Erde. Köthel? Du, kurz vor Köthel bin ich an eine Radarfalle gefahren. Das hat gescheppert, kann ich euch sagen. Du. Und dann kam die gleich an, du, mit Blaulicht, Peterwagen, nicht, von der Lappenfutsch, nicht. Weit und breit kein Taxi, habe ich einen Bus genommen, du. Das war ein Theater. Ich hatte vorher noch nie einen Bus gefahren, du. Das war... Nee, das war, wie gesagt, jetzt rede ich, habe ihn stehen lassen, du. Hat mich ein Bekannter mitgenommen. Ich sage, beim Einstehen, kannst du mir den Vordersitz vorstellen? Sagt er, natürlich. Lieber Vordersitz, darf ich bekannt machen, das ist Fips Asmussen. Nee, du. Aber es ist eine schöne Gegend, du, in der Waldschneise, du, da musst du plötzlich so einen Autofahrer bremsen, du, und da hoppelt so ein kleines Küken über die Fahrbahn, du. Du, der hält an, du, der nimmt das Küken hoch voller Kot, der nimmt ein Papiertaschentuch und macht das schön sauber, du, setzt das wieder runter, das hoppelt weg, du. Da kommt ein zweites Küken an, du. Der nimmt das hoch, du, voller Kot, du, der wischt das schön mit dem Papiertaschentuch ab, ne. Setzt das wieder runter, das hoppelt weg, ne. Kommt ein drittes Küken an, ne. Nimmt das wieder hoch voller Kot, der macht das schön mit dem Papiertaschentuch sauber, ne. Das hoppelt weg, ne? Der will gerade einstellen, also kommt so ein Typ aus dem Busch raus mit der runtergelassenen Hose, ne? Und sagt, können Sie mir mal ein Papiertaschentuch geben? Meine Küken sind alle. Nee. Das war die Fahrt, du. Das war die Fahrt von Köthel hier rüber, du. Ich komm hier rein, du, da kommt mir ein Herr entgegen, du, aber große, stämmige Erscheinung, du, breitschuldig, du, markantes Gesicht, du, zauberhafte Augen, bildschön, du. Du, ich geh auf ihn zu, du, will ihm die Hand geben, bums, renn ich gegen Spiegel, nicht? Da war aber los, du. Aber, Freunde! Ja, gerade du. Du hast es nötig, Poldi. Nein. Aber sonst, ihr habt wieder gemerkt, ein schöner Laden, die machen immer viel für uns. Und ich war eben noch, wie gesagt, kurz in den gekachelten Räumlichkeiten hin. Das ist ja auch, also sowas, du, die haben ja restauriert. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt. Die haben die Becken an den Wänden. Ich hab da eben gesessen, sowas von unbequem, du. Also ehrlich, aber wie gesagt, Freunde, ich bin sonst ganz gern hier in diesem Laden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war neulich, muss ich ehrlich sagen, da war ich an einem oben ohne Restaurant, gehe ich nie wieder hin. Du. Früher hatten die Kellnerinnen wenigstens nur den Daumen in der Suppe, aber da. Wie gesagt, ich habe da eben draußen habe ich ja eine Nachbarin getroffen, nicht? Und also auch eine ganz nette, sagt sie, ich bin ja sowas von enttäuscht, ne? Ich sag, warum denn? Ja, ich habe jetzt Urlaub in Kenia gemacht. Ich sag, warum ein bisschen so enttäuscht? Ja, ach du, wir haben da eine Safari gemacht. Ich sag, so wunderschön, warum ein bisschen enttäuscht?
Ja, wir sind da mit dem Bus, du, richtig gefahren, du, und dann hat mich plötzlich, du, so ein baumlanger Neger hat mich aus dem Bus gezerrt, du, und hat mich in die Savanne geschleppt und hat er mich genommen, 5-mal. Ich sag, ja, warum bist du denn so enttäuscht? Ach, der schreibt nicht, der ruft nicht an, weißt du. Hey, du, meine Nachbarin, du. Du, ich will ja niemanden angucken, aber meine Nachbarin ist ja eine nette, nicht? Also die kannte ich ja schon, als Nierentische noch Science Fiction waren. Also, das, ja, die hieß ja... Du, die hieß ja, Freunde, die hieß ja mit Mädchennamen Grube, mit Vornamen Claire. Und die guckt immer so... Die guckt immer so, als wollte sie sagen, lieber ein erregter Bekannter als ein unbekannter Erreger. Also lieber, ja, lieber einen wachen Typen als einen Schlafsack. Also die hat auch einen Sprachfehler, die kann ich Nein sagen. Also das ist auch echt so eine Frau, für die würde ich einmal Müsli stehen lassen. Also die hat, ne, sagt sie neulich, schade, dass mein Mann das nicht mehr erleben kann. Ich sag, was denn? Die Erhöhung meiner Witwenrente. Als er im Sterben lag, hat er sie ans Bett gerufen und hat gesagt, weißt du, Lisbeth, immer wenn es mir im Leben schlecht ging, warst du bei mir. Als ich meinen Job verloren habe, warst du bei mir. Als ich meinen Autounfall hatte, warst du bei mir. Als ich meine Depressionen kriegte, warst du bei mir. Jetzt liege ich todkrank im Sterbebett und du bist bei mir. Weißt du was, Lisbeth, du bringst mir Unglück. Sagt sie, mein Mann hatte ja unwahrscheinliches Glück, sagt sie. Der hat der Auster gegessen und hat sich an einer riesigen Perle verschluckt, nicht? Und sagt sie, die Perle, die war ja so kostbar, nicht? Ich konnte davon die Operation bezahlen und die Beerdigung, sagt sie. Und in der Aufbahrungshalle, du, da, als trauernde Witwe, da hat sie zu dem Bestattungsunternehmer gesagt, sagen Sie mal, wie können Sie meinen Mann, meinen verstorbenen Gatten einfach ganz in Weiß kleiden? Das ist ja entsetzlich. Na, die steckt zum Bestattungsunternehmer da so ein 100er in die Tasche und sagt, können Sie das unauffällig ändern? Na, nach 2 Minuten ist er wieder bar, mit der Bahre, nicht? Totschick in schwarzem Smoking. Sagt sie, wie konnten Sie das so schnell machen? Ach, sagt der gnädige Frau, für ein 100er wechseln wir nur die Köpfe. Nee, das ist meine Nachbarin, du. Da hat sie mal beim Kaffeeklatsch gesessen, du, mit 3 anderen Damen, du. Du, und da hat die erste gesagt, mein Sohn, du, der arbeitet bei VW, der hat mir jetzt ganz günstig einen VW besorgt. Da hat die zweite, meiner ist Pilot bei der Lufthansa, ich konnte neulich zum halben Preis nach Hongkong fliegen. Da hat die dritte, und mein Sohn, der ist Maurer, der hat mein Haus gebaut, fast umsonst. Sagt sie, und mein Sohn geht auf den Strich. Was denn, Janne, welche Schande? Nö, solche finde ich gar nicht. Nicht? Der hat mir neulich ein Auto geschenkt, nicht? Ein neues Haus und eine Reise nach Hongkong. Nein, nein, sie ist schon eine, du. Sagt sie, ich habe jetzt einen ganz reichen Freund kennengelernt. Also der hat zu mir gesagt, wenn du im Bett spitze bist, nicht? Dann kriegst du einen Mercedes. Nicht? Wenn du nur Mittelklasse bist, nicht? Dann kriegst du einen VW. Nicht? Und wenn du noch schlechter bist, nicht? Dann kriegst du einen Trabi. Nee. Ich sag, und was hast du gekriegt? Ein Bollerwagen. Sagt sie, ich bin in der letzten Zeit so fürchterlich nervös. Ich sag, versuch es mal mit Baldrian. Ja, sagt sie, hast du seine Adresse?
Ich sag, wo hast du denn eine tolle Kette her? Ah, sagt sie, die habe ich von einem amerikanischen Multimillionär. Ich sag, wie heißt denn der? Woolworth. Sagt sie, aber mit dem habe ich jetzt Schluss gemacht. Sag, warum das denn? Ja, ich war neulich mit ihm in der Sauna. Du glaubst gar nicht, wie der ohne Brieftasche alt aussieht, du. Die und Männer, du. Da ist immer ein Australier. In der ersten Nacht, du, hat er das ganze Schlafzimmer ausgeräumt. Die ganzen Möbel hat er auf die Straße geworfen. Sag ich, was soll denn der Blödsinn? Ja, sagt, ich hab noch nie mit meiner Frau gehabt. Aber wenn das so ist wie bei den Kängurus, dann brauchen wir eine Menge Platz heute Abend. Du, die und Männer, du. Sie sagt immer, warum soll ich auf den richtigen warten, wenn ich mit den Falschen eine Menge Spaß habe, nicht? Ja. Lieber ein Lebkuchen als ein toten Zwieback. Das sind so Sprüche von ihr. Also, und deshalb sage ich ja auch immer, Freunde, nicht die Blonden, nicht die Schwarzen, nicht die Rothaarigen, auch nicht die brünetten Frauen sind die treuesten. Die treuesten Frauen sind nach wie vor die Weißhaarigen. Okay. Ne? Und ich kann davon ein Lied singen, du. Ich bin das Ganze ja auf Montage, du. Du, aber hallo, du. Ich habe neulich im Hotelzimmer geschlafen, du. Und ich will gerade einnicken, du, da fängt das aber nebenan zu schnarchen, du. Kennt ihr das? Ich boller gegen die Wand, du. Genau. Kennt ihr das? Ich boller wegen dir die Tür. Die ganze Nacht, ich hab gebollert, du. Morgens beim Frühstück kommt so ein altes Mütterchen auf mich zu und sagt, sag sie mal, haben Sie das Zimmer neben mir? So, das kann schon sein. Haben Sie die ganze Nacht gegen die Wand gebollert? Ich sag, das hab ich ja. Sagen Sie, ich war ja so müde, sonst wäre ich ja rübergekommen, sagt sie. Freunde, habt ihr die Anzeige gelesen? Jungfrau 75, körperlich fit, wünscht sich stattlichen Stier, der sich schon die Hörner abgestoßen hat und die köstliche Ruhe einer abgegrasten Wiese zu schätzen weiß. Was? Kinder, wir können an dieser Stelle, wir können ruhig mal die weiblichen Geschöpfe so ein klein bisschen durchleuchten. Ein Professor hat ja mal herausgefunden, dass vieles Reden das Leben verlängert. Und deshalb leben Frauen ja auch immer ein bisschen länger. Der, guck mal, der liebe Gott schuf die Frau ja auch zuletzt. Nicht, weil er sich bei der Erschaffung des Mannes nicht dazwischen quatschen lassen wollte. Ne? Ja. Ne? Freunde, es heißt ja, Kinder, es heißt ja, zuerst schuf der liebe Gott den Mann und dann die Frau. Und dann tat ihm der Mann leid und er gab ihm den Tabak. Und deshalb merken wir zum Beispiel, Freunde, wir erkennen daran, die Harmonie zwischen den Geschlechtern stimmt vorn und hinten. Ich glaube mir das. Guck mal, zum Beispiel. Im Himmel gibt es zwei Eingänge. Am ersten Eingang steht ein Schild für Männer, die von ihren Frauen bevormundet wurden. Im zweiten Eingang steht ein Schild für Männer, die von ihren Frauen nicht bevormundet wurden. Am ersten ein wahnsinniges Gedränge. Am zweiten steht nur ein einziger. Kommt Petrus und sagt, warum stehst du denn hier? Sagt er, meine Frau hat gesagt, ich soll mich hier hinstellen. Kinder, ihr kennt ja auch den Unterschied zwischen dem Hochzeitsmarsch und dem Militärmarsch. Gibt es keinen, beide führen in den Kampf, das sind auch so Kleinigkeiten. Es ist euch sicherlich auch schon aufgefallen, dass Brautleute sich vom Standesamt immer die Hände geben. Nicht? Das tun Boxer vom Kampf ja auch. Das sind kleine Dinge, die man sich nur durch den Kopf gehen lassen muss. Nicht? Französinnen und Amerikanerinnen unterhalten sich über die Liebe. Sagt die Französin, unsere Männer sind so feinfühlig, sie küssen zuerst die Fingerspitzen, dann die Schulter und dann die Nacken. Sagt die Amerikanerin, wenn ihr soweit seid, sind wir schon von der Hochzeitsreise zurück, Mensch. Ne? Es gibt da auf dem Sektor zauberhafte Sachen. Du. Spielen zwei spielen Golf, zwei Typen. Sagt der eine, du geh mal zu den beiden entzückenden Damen nach vorne, frag mal, ob sie uns durchspielen lassen. Ne, der geht hin und sagt, du komm wieder und sagt, das kann ich nicht, du. Sagt er, warum denn nicht? Das eine ist meine Frau, das andere ist meine Geliebte und sie wissen nichts voneinander.
Geh du mal. Der kommt zurück und sagt, wie klein die Welt doch ist. Ne? Ja, ja. Wie der eine sagt, jahrelang waren wir glücklich miteinander, dann lernten wir uns kennen. Das ist... Nicht? Da will einer seine Frau loswerden, da sagt der andere, du, pass auf, du musst ihr mal, wenn das gar nicht anders geht, kauf ihr mal so einen Sportwagen, so einen Flitzer, wo sie richtig mal mit losgeicht durch die Straßen und so, denn irgendwann, du, da klappt das schon. Ja, der kauft ihr so einen Golf GTI und die fährt schön durch die Gegend, 4 Wochen, du. Die treffen sich wieder, sagt er, das hat nicht geklappt, du. Was hast du denn gekauft? Du hast gesagt, Golf GTI. Sagt er, nee, kauf ihr mal einen Jaguar. Nach 4 Wochen treffen sie die wieder, du. Da trägt er eine schwarze Armbinde hier, du. Trauerflor. Sagt er, hat's geklappt? Sagt er, kann man wohl sagen, du. Wie ist es passiert? Oh, sagt er, sie machte die Garagentür auf, ein Prankenschlag, weg war sie, du. Guck mal, auf einer Party, da sagt die gnädige Frau zu einem Gast, ich war letzte Woche auf einem Sexualkongress. Und da haben wir festgestellt, nicht die Franzosen sind die besten Liebhaber, sondern die Polen. Nicht die Araber haben die größte Ausdauer, sondern die Indianer. Oh, sagt er, das ist ja interessant. Oh, sagt er, ich habe ganz vergessen, mich vorzustellen. Mein Name ist Winnetou Kosomolski. Guck mal, das war so ein kleiner Übergang für mich, wenn wir so ein bisschen international werden wollen. Das ist ja auch immer schön. Guck mal, zum Beispiel, wir sind im Wahljahr, da kann man da sowas ruhig mal erzählen. Ne? Wie Helmut auf der Couch sitzt und Kreuzworträtsel löst und sagt, Hannelore, ich komme hier nicht weiter, du. Bundeskanzler mit 4 Buchstaben. Sagt sie, du. Nee, das sind 2, das geht nicht. Nein. Nein, sagt sie, ich meine dich. Ja, dich geht, das sind 4. Das geht. Nee, Freunde, Hannelore, du. Na, ein bisschen Politik muss heute Abend sein, Kinder. Nützt ja nichts. Kinder, aber ich muss es leider sagen, unser Bundeskanzler hat sich ja nur doch in der letzten Zeit sehr, sehr geärgert über die vielen Witze, die ihm über die Welt gesetzt worden sind. Und er hat mal ein paar Leute zusammengetrommelt, die sollten mal herausfinden, wer diese Witze eigentlich in die Welt setzt. Und diese Leute haben einen alten Mann aufgegriffen an der Zonengrenze, mit weißem Bart. Er wurde dem Kanzler vorgeführt und sagt, Herr Bundeskanzler, das habe ich schon immer gemacht. Das habe ich schon zu Kaisers Zeiten gemacht, zu Hitlers Zeiten, zu Honeckers Zeiten, das habe ich... Sagt Helmut, aber ich bitte Sie heute geht alle Macht vom Volke aus. Gemeinsam schaffen wir Wohlstand und Sicherheit für alle. Die Steuergelder werden gerecht verteilt. Im Mittelpunkt der Politik steht der Mensch. Da kratzt der Alte sich in dem Ohr und sagt, der Witz ist neu, den kenne ich noch nicht. Gott, nee, wenn wir schon bei unserem Kanzler sind. Auch er hat ja einen Gegner, einen Ernst, Rudi. Rudi Scharping kennt ihr ja auch. Rudi. Ne? Die deutsche Antwort auf Pretty Woman kennt ihr doch. Rudi. Rudi führt teilweise einen bösen Wahlkampf. Oh, ich habe in der Talkrunde neulich gehört, du, hat er gefragt, Herr Bundeskanzler, kennen Sie den Unterschied zwischen Schabi und Ihnen? Sagt er, nee, kenne ich nicht. Schabi gibt es jetzt mit Hirn. Also es ist ja... Nee. Freunde, das Ärgerliche an politischen Witzen ist ja manchmal, dass sie gewählt werden. Und aber auf der anderen Seite, wie schnell sind sie manchmal wieder weg vom Fenster? Nicht? Man sagt heute zum Beispiel nicht mehr Kümmerling, man sagt Engholm. Guck mal, das geht alles, nicht? Es ist, nicht? Nicht? Ja? Nicht? Oder ein Jäger, ein Angler, ein Politiker kommt in den Himmel und sagt, Petrus, ihr habt mir zu viel gelogen im Leben.
Bevor ihr reinkommen wollt, müsst ihr durch einen Sumpf fahren. Ich will wissen, wer am meisten gelogen hat. Der Jäger rein, du, der versinkt gleich bis in den Hüften, bis im Schlamm, du, ist er weg, du. Der guckt, ne, oh, denkt er, ja, mein Jägerlatein, du, das ganze Leben lang, du. Ne, der dreht sich um, da steht der Angler bis zu den Knöcheln, du. Sagt er, du mit deinem Anglerlatein, du müsstest doch auch so weit weg sein. Sagt er, nee, ich stehe auf den Schultern vom Politiker. Kommt Rita Süßmuth zum Arzt und sagt, Herr Doktor, ich rede im Schlaf. Oh, sind die so tragisch, die Frau. Das ist doch nicht, ja, das sagen Sie. Das ganze Parlament lacht schon über mich. Freunde, Politiker sind ein Thema. Denkt an Nobby Blüm. Nobby Blüm war nicht immer Politiker. Da war früher mal Bergmann in Recklinghausen, hat in einem Christstollen gearbeitet. Nobby, du. Nobby sagt ja immer, pass mal auf. Nobby sagt ja immer, die Zukunft ist die Ausrede derer, die in der Gegenwart nichts tun wollen. Und da hat mal der eine zum anderen gesagt, wenn Arbeit adelt, dann bleibe ich lieber bürgerlich. Da sagte einer, Herr Direktor, ich möchte eine Woche Urlaub machen, meine Frau ist krank geworden. Sagte, Sie lügen. Ihre Frau hat für ihn angerufen, sie ist überhaupt nicht krank. Sagte, jetzt lügen Sie, aber ich bin gar nicht verheiratet. Guck mal, denk an die drei Arbeitslosen aus Friesen, die haben gehört, in Herne, da werden Bergleute gesucht. Nicht? Und die fahren alle drei runter, stellen sich den Bergwerksdirektor vor, der erste geht rein. Dann sagt der Direktor, haben Sie mal unter Tage gearbeitet? Ja, hab ich, ja, ja. Sagt er, wo denn? Helena Fein. Wie tief? 12 Meter. Raus, ganz schnell raus, die Leute kann ich hier nicht gebrauchen. Da kommt der zweite rein und sagt, haben Sie unter Tage gearbeitet? Ja. Helena Fein. Sagt er, wie tief? 15 Meter. Aber ganz schnell raus, weil ich kann nicht gebrauchen. Die sagen zu dem dritten, pass mal auf, du musst ein paar Meter drauflegen, sonst kriegst du den Job nicht. Na, er geht rein. Sagt er, haben Sie schon mal unter Tage gearbeitet? Jawohl. Wo? Helena Fein. Sagt er, wie tief? 2300 Meter. Sagt er, Sie sind genau mein Mann. Aber noch eine Frage, wo haben Sie die Grubenlampe getragen? Am Gürtel oder am Helm? Sagt er, Nachtschicht hatte ich nie. Also, ich bin immer noch ein bisschen bei der Arbeit, Freunde. Nee? Ich war nur in so einem Kaufhaus drin, du, da habe ich so einen Verkäufer beobachtet, du, das war interessant dazu zu hören, du, der hatte so einen kleinen Knoten in der Zunge, nicht? Und da sagt der Kunde, ja, sagt er, dann packen Sie mir die Angel mal ein. Sagt er, dann brauchen Sie noch einen kleinen Eimer. Sagt er, wozu brauche ich einen kleinen Eimer? Sagt er, für die Würmer. Na, sagt er, gut, dann packen Sie den kleinen Eimer mal auch noch ein. Ja, dann brauchen Sie noch einen großen Eimer. Sagt er, wozu brauche ich noch einen großen Eimer? Für die Fische. Na, sagt er, gut, packen Sie den großen Eimer mal auch noch ein. Dann, wo wollen Sie denn angeln? Sagt er, am Steinhuder Meer. Steinhuder Meer? Und dann brauchen Sie ja noch ein Moped. Na, so, dann packen Sie das Moped mal auch noch ein. Der haut ab, du. Kommt der Direktor und sagt, Sie sind ein toller Verkäufer, Mensch. Der Mann wollte angeln und Sie verkaufen ihm, also der Angel und einen kleinen Eimer und einen großen Eimer und noch ein Moped obendrauf. Der wollte gar nicht angeln. Der wollte den Kinderwagen. Aber bei Kinderwagen haben wir 4 Wochen Lieferfrist, habe ich gesagt, in der Zeit können Sie ja angeln gehen. Ja, ja. Nee. Das sind alles Themen, wa? Da kommt so ein Neureicher in die Bank und sagt zum Kassierer, mein Name ist Müller-Woldersdorf, geben Sie mir ein Scheckheft, Sie Arschloch. Sagt er, bitte? Mein Name ist Müller-Woldersdorf, geben Sie mir ein Scheckheft, Sie Arschloch. Der geht nach hinten zum Filialleiter und sagt,
Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wissen Sie, ich habe draußen einen Kunden, der sagt, geben Sie mir ein Scheckheft, Sie Arschloch, hat er gesagt. Also schmeißen Sie mal noch raus, solche Hunden brauchen wir nicht. Wie heißt denn der? Müller-Woldersdorf. Müller-Woldersdorf? Hat der ein Konto bei uns? Ja. Wie hoch ist denn das? 5 Millionen? Ja, dann geben Sie doch ein Scheckheft, Sie Arschloch. Hey? Das sind Themen, du. Da sagt der eine Landstreicher zum anderen, hast du gehört, Paul arbeitet neuerdings. Ja, sagt er, für Geld macht er alles, du. Freunde, der Aufkäufer für Schweineborsten und Rosshaare kommt auf den Bauernhof. Beim Abwiegen fehlen genau 20 Gramm. Ja, der Bauer rennt in die Küche, da sitzt Opa, dem schneidet er sein Bart ab. Geht auf die Waage, genau. Nach 14 Tagen sitzt Oma auf dem Opa auf dem Kirschbaum, du. Kommt Oma, aber Opa, was sitzt denn auf dem Kirschbaum? Ja, heute kommt der Eiermann, Mensch. Das sind Schmerzen, du. Querbild machen wir heute Abend, du. Da sagt der Spieß zu den Soldaten, morgen sind wir zu Figaros Hochzeit eingeladen. Am nächsten Tag stehen die alle stramm, du, jeder mit dem Geschenk unterm Arm. Sagt er, ihr Heinis, Figaros Hochzeit ist eine Oper. Da sagt der eine zu meiner, der hat das gerade nötig, du. Als wir letztes Jahr eingeladen waren zu Schwansee, war er der Einzige, der Schwimmflossen anhatte, du. Freunde, wie heißt es immer so schön? Gute Laune ist die Würze aller Weisheit und deshalb verabschiede ich mich für heute mit dem Vierzeiler. Im Nebel der Welt scheint uns alles egal. Der Morgen, der Abend, der Berg und das Tal, das Feuer, das Wasser, November und Mai. Nur Humor und Finanzamt sind stets zweierlei. Ich danke Ihnen. Schön. Freunde, Freunde, danke für diese Ovation. Ich müsste jetzt eigentlich gerührt sein, aber das ist mein Alltag. Deshalb sage ich kurz, lache und die Welt wird mit dir lachen. Schnarche und du schläfst allein. So, Freunde. Kinder, das sind heutzutage, ich sage es aller Deutlichkeit, die groben Feinheiten des Lebens. Und das ist so der rote Faden, der auch so durch den heutigen Abend gehen soll. Die groben Feinheiten. Ich persönlich bin im Moment nicht so gut drauf, würde ich mal sagen. Ich bin so in einer Phase, ein bisschen unruhig, bin in der, wie sagt man, in der Fledermausphase. Also nachts flatter ich durch die Gegend, am Tag hänge ich lustlos rum. Kennst du das? Ja. Und deshalb muss man natürlich gerade in so einer Zeit, wo man nicht so gut drauf ist, viel für die Gesundheit tun. Ich mache auch jeden Morgen jetzt, also am offenen Fenster, 10 Klimmzüge. Nein, ich werde auch jetzt wesentlich empfindlicher als früher, nicht? Heute Morgen habe ich mir jetzt eine Zerrung zugezogen, ich habe eine Bifi aufreißen wollen, weißt du. Und ich kriege ja schon, echt, ich bin richtig, richtig empfindlich geworden, nicht? Ich kriege schon eine Lungenentzündung, wenn ich den Kühlschrank aufmache. Also das ist Männer, und da sollten wir Männer, gerade wir, sollten uns Gedanken machen, wenn es so anfängt, wenn man so anfängt, sich die Haare so über die Glatze zu kämmen, die Rückenhaare, weißt du. Und dann werden wir natürlich unserem Auto immer etwas ähnlicher, nicht? Der Lack ist ab, man hat einen nachträglich eingebauten Airbag, nicht? Und man ist ständig vollgetankt. Also das ist natürlich, und wir, ja, Freunde, wir merken, nee?
Nicht? Und daran merken wir Männer, wir werden immer älter. Und mit dem Älterwerden, wenn so der Zahn der Zeit nacht, da wird man auch so ein bisschen komisch. Habt ihr das auch schon beobachtet? Also ich habe mich neulich stundenlang mit meinem Anrufbeantworter unterhalten. Also das ist, ich merke, dass ich komisch werde. Auf jeder Beerdigung bin ich beleidigt, weil sich alles nur um die Leiche dreht. Weißt du, und neulich habe ich bei Edeka vorm Regal gestanden, habe vergeblich versucht, den Fruchtzwergen da das Sprechen beizubringen, nicht? Und man wird komisch. Gestern habe ich einen Fax losgeschickt, eine Briefmarke draufgeklebt. Also man wird, nicht, das sind alles so Dinge, nicht, da, ja. Aber eins kann man mir nicht sagen, du, dass man sich auf mich nicht verlassen kann. Ich bin ja nach wie vor, nach mir kannst du sowas von zuverlässig, du, nach mir kannst du nachts die Sonnenuhr stellen. Also, wie gesagt, Freunde, man wird in dem Alter auch manchmal so als Mann ein bisschen nachdenklich. Man kommt ins Grübeln, nicht, wenn es so auf Mitternacht zugeht, nicht, und die eigene Frau ist noch immer nicht von ihrer mittäglichen Reitstunde zurück. Also dann, es ist ja, denken müsst ihr alleine, da kann ich euch nicht helfen heute Abend. Aber Freunde, ich kann es nur sagen, es ist schön, wenn man die Frau fürs Leben gefunden hat. Aber es ist auch schön, wenn man ein paar andere. Aber es ist auch schön, wenn man ein paar andere kennt. Nicht? Ist es nicht so? Freunde. Aber, wie soll ich das kurz formulieren? Auch das werden wir Männer überleben. Nicht? Mein kleiner Schnitt, Freunde, war das ein harter Winter? Meine Güte. Der Schnee lag im Januar so hoch, du. Ich habe deinen Hund mit einem Metalldetektor beobachtet, der suchte vergeblich einen Hydranten, nicht? Also ehrlich, du, das war so kalt, du, bei uns in der Gegend, du, da ist ein Selbstmörder auf den Eisenbahngleisen erfroren, weil kein Zug kam. Also ehrlich, ich bin ja, Freunde, wie gesagt, es war ein wirklich harter Winter. Aber wie gesagt, jetzt ist es ja mittlerweile ein bisschen angenehmer geworden, Freunde. Ich bin heute auch, wie gesagt, wie soll ich sagen, recht gut angekommen, bisschen über die Dörfer gefahren, nicht? Über viel Gegend gesehen. Ich habe ja so einen neuen Hobel, so eine Blechschleuder, weißt du, so ein, wie sag mal, so ein Seniorenauto. Mercedes Senil, kennt ihr? Schönes Fahrzeug, hat keinen toten Winkel. Ja, anstelle des Airbags hat es die Kraft der zwei Herzen, also das ist ja, ich habe ja auch kein Tachometer, brauche ich nicht, nicht? Nein, bei 30 klappern die Scheibenwischer, nicht? Bei 60 die Türen und Fenster, bei 90 das Getriebe und bei 120 die Zähne meiner Frau, also was brauche ich? Aber ich bin ja nur auch einer, der im Leben steht und natürlich auch viel, viel Energie spart, gerade beim Autofahren. Ich verzichte beim Überholen schon mal auf das Blinken, weißt du, und da war das natürlich gleich passiert, nicht? Gleich war die da, nicht? War ja kein Raubüberfall, kein Mord, die Polizei war gleich da, weißt du? Mit Blaulicht, Peterwagen, nicht? Ich sage, Herr Wachmeister, man wird doch mal einen falschen Fehler machen dürfen. Sagt er, Sie haben aber eine Fahne. Haben Sie Alkohol getrunken? Ich sage, Herr Wachmeister, schreiben Sie 10 Bier. Champagner können Sie sowieso nicht schreiben. Sagt, aber Sie wissen doch, bei Alkohol, Hände weg vom Steuer. Sag ich, wieso, ich frei nicht fahren oder was? Ich musste pusten, du, diesen Nippel, du. Ja, das sieht nicht gut aus, Sie haben ja doch was getrunken. Ich sage, natürlich, 2 Tassen Kamillentee. Sagt er so, dann haben Sie 1,8 Kamille. Es ist ja... Wenden wir das Protokoll auf und sagt, wann sind Sie geboren? Ja, ich sage, Herr Wachmeister, das muss in den 50er Jahren gewesen sein, als meine Mutter noch lebte. Der sagt, hier unterschreiben Sie das Protokoll. Ich sage, das kann ich nicht, Herr Wachmeister, ich bin Analphabet. Ich sage, das ist mir scheißegal, Ihre Religion steht hier nicht zur Debatte. Ne? Und deshalb, Freunde, deshalb sagt man ja auch immer so schön, wie heißt es immer so schön, dumm geboren, nichts dazugelernt, die Hälfte vergessen. Nicht, aber wie gesagt, es ging noch relativ gut ab alles. Nee, ich bin dann schön weitergefahren durch die Gegend, du, und am Straßenrand, da war wieder Stimmung, du. Da waren so zwei Typen am Arbeiten mit der Schaufel, zwei Hirnis. Kennt ihr diese so braun gebrannte Armleuchter, weißt du? Du, der eine schaufelte immer ein Loch, du, und der andere schaufelte das immer gleich wieder zu. Du, ich halt an, kurbel mein Fenster runter und sag, ich glaub, mich streift ein Bus, habt ihr ein Ei auf dem Dach oder was?
Was soll denn der Blödsinn? Ja, wissen Sie, wir sind sonst zu dritt. Aber der Kollege, nicht der sonst immer die Bäume einsetzt, der ist heute krank. Und ihr gebt mir recht, bei solchen Dingen, wenn man die erlebt, da muss man immer erstmal ruhig durchticken, du. Du, im nächsten Dorf war auch schön. Nicht? Ich bin da richtig so vorgefahren bei so einer Kneipe, du, da sitzen da 10 Typen auf dem Dach. Ich sag, was macht ihr denn da oben? Ja, der Wirt hat gesagt, die nächste Runde geht aufs Haus. Also ehrlich, und... Da war's los. Schöne Kneipe. Von innen rief einer, Herr Ober, von diesem dreckigen Tisch esse ich nicht. So, dann beruhigen Sie sich bitte, Sie kriegen doch einen Teller. Okay. Da kam einer an den Tisch, setzte sich an den Tresen und sagte, ich hätte gern etwas ganz Scharfes, eiskalt und bitter muss es sein. Sagt der Wirt, einen Moment, ich hole ihm mal meine Frau. Okay. Da kommt da. Da war los. Da kam Lilliputaner rein mit dem Frosch auf dem Kopf. Da sagt der Wirt, um Gottes Willen, was hast du denn gemacht? Sagt der Frosch, ich habe mir da was reingetreten. Also ehrlich. Da war Stimmung. Und in der Ecke, du, da saß ein Pärchen, du, und die waren gar nicht gut in Stimmung. Sagt sie zu ihm, du, ich mach dir das gar nicht erzählen, aber mein Vater ist pleite, du. Der hat Konkurs angemeldet. Sagt er, das habe ich gewusst, dass er uns auseinanderbringt, du. Da geht einer ans Telefon, ruft beim ADAC an und sagt, Sie müssen mir helfen, ich habe Ärger mit meinem Auto. Sagt er, was ist denn los? Ich habe Wasser im Vergaser. Sagt er, wir kommen sofort, wo stehen Sie? Sagt er, im Dorfteich. Also ehrlich, da kann man, aber, Freunde. Da war Stimmung. Da war los in der Kneipe. Das sind die, da, schöner Laden, kann man die auch Diät essen, die Preise sind natürlich gesalzen. Und hinten in den gekachelten Räumlichkeiten, also kein Klopapier, die haben da Luftschlangen hängen. Ich meine, ist natürlich sehr sparsam, aber man muss natürlich eine verdammt ruhige Hand haben. Und Aber da war schon irgendwie komischer Laden, du. Neben mir saß plötzlich so ein, wie soll ich sagen, so ein Punker. Kennt ihr Punker? Mit so einem bunten Irokesenschnitt. So. Der guckt mich an, ich guck ihn an. Sagt er, na, Alter, hast in deiner Jugend noch nie was Verrücktes gemacht? Ich sag, schon, kurz nach meiner Pubertät, da habe ich mal einen V vernascht. Jetzt überlege ich mir, ob du mein Sohn bist. Also, es ist... Ne? Also, es ist... Etwas weiter hinten, du! Etwas weiter hinten, da saßen drei Brauereivertreter. Du, also ein Bittvertreter, der trank natürlich sein Bitt, nicht? So ein Weltdienstvertreter, der trank natürlich sein Weltdienst, nicht? Und einer von der Königsbrauerei, nicht? Der trank Mineralwasser. Sagt der eine, warum trinkst du denn Mineralwasser? Ja, wenn ihr kein Bier trinkt, trinke ich auch kein Bier. Da waren auch so Kleinigkeiten. Weißt du? Da sagt einer zu seinen Nachbarn so, sag mal, schreit deine Frau auch immer, wenn sie kommt. Nee, meine hat einen Haustürschlüssel. Also ey, da kam, ne? Du, und da kam ja plötzlich eine Blondine rein, du. Aber bei dem Anblick, du, da flutet mir aber sofort die Ventile, du. Du, aber du, ich hab zu mir gesagt, Junge, bleib ganz ruhig. Sonst kriegen deine Schnürsenkel eine Erektion, habe ich zu mir gesagt. Das war aber, du, eine Mega-Mami, du. Du, mit so einem, die hatte einen Fummel an, du, so ein rosa-rotes Zirkuszelt. Also, sowas würde man nicht mal der Milka-Crew zum Rosenmontag anziehen, weißt du, was ist? Ja. Du, und ein Dekolleté für 12 Personen, weißt du, so. Ja. Die hatte Holz vor der Hütte, du, für 4 harte Winter, du. Ja, lach nicht, du. Breites, sensibles Gesäß, also lach nicht, du. Das war kein Hintern, das war ein Doppelwopper, du. Ja, du.
hab mich gewundert, wie die mit der Figur überhaupt Balance halten konnte, nicht? Da hab ich gesagt, alter Mensch, lass es du, wenn du mit der abends um 8 ins Bett gehst, bist du um 12 noch gar nicht überall gewesen, du. Dieser Ausdruck macht den Eindruck wie so eine eingelegte Gurke, weißt du, so was von traurig, als hätte sie den Termin beim Klerasilberater verpasst, weißt du, das ist so. Ich sag, Fräuleinchen, kann es sein, dass ich sie neulich in der Geisterbahn gesehen habe? Ich sag, darf ich mich kurz vorstellen, mein Name ist Fips Asmussen. Ich sag, manchmal benutze ich aber auch ein Pseudonym. Sagt sie, das brauchen Sie bei mir nicht, ich nehme die Pille. So, ich hab schön mit ihr geplaudert, sagt sie, in meinen Adern fließt ja italienisches, irisches und spanisches Blut. Ich sag, da muss ihre Mutter ja eine Menge Spaß gehabt haben. Ich sag, sind Sie verheiratet? Ja, immer, immer. Und treu auch immer, zwischen zwei Seitensprüngen, sagt sie. Ich sag, und ihr Mann, der ist bei der Polizei. Und, gefällt's ihm? Weiß ich nicht, er ist heute Nachmittag erst abgeholt worden, sagt sie. Ich sag, kann ich Sie denn mal anrufen? Sagt sie, aber gern. Ich sag, und Ihre Nummer steht im Telefonbuch. Und Ihr Name, der steht daneben. Und ja, aber deshalb gehe ich so gerne in diese ländlichen Kneipen, Freunde. Da passieren die Sachen. Der Ober bringt meinen Kaffee, ne? Stellt ihn hin, guckt und sagt, sieht nach Regen aus. Ich sag, aber schmecken tut er ganz gut. Ne? Und, ja. Ich sag zum Wirt, wie alt ist denn Ihr Papagei da hinten? Sagt er wohl, keine Ahnung, aber er spricht häufig vom 30-jährigen Krieg. Da sagt ein Bauer zu seiner Frau, du Alte, wenn du Eier legen könntest, dann könnten wir die Hühner abschaffen. Wenn du Milch geben könntest, dann könnten wir die Kühe auch abschaffen. Sagt sie, und wenn du abends nicht immer so müde wirst, dann können wir den Knecht auch entlassen. Ja, ja. So, in der Ecke, du, da unterhielten sich zwei Emanzen. Sagt die eine, warum kriegen Männer keinen Rinderwahnsinn? Die andere, weil sie alle Schweine sind. Da war Stimmung an dem Tisch. Oh, da ruft der Wirt von hinten, Fritz, euer Babysitter ist am Telefon. Er will wissen, ob man der Feuerwehr Trinkgeld gibt. Ich sag zum Wirt, du, das heiße Wasser, das du beim Kaffeetrinken so übrig behältst, was machst du eigentlich damit? So, das friere ich ein, heißes Wasser, kann man immer mal gebrauchen. So, der Wirt war aber auch ein Typ, du, der hat also die Ausstrahlung einer nassen Socke, also ein Wahnsinniger. Ich sag, kennst du den Unterschied zwischen Naturdünger und Kunstdünger? Sagt er, nee, ist reine Geschmackssache. Also, das ist, ja. Sagt er, ist das nicht schlimm heutzutage mit dieser Umweltverschmutzung? Oh, 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 sagt er, gestern habe ich eine Dose Sardinen aufgemacht, nichts als Öl und tote Fische, sagt er. Ich sag, hast du gehört, hast du das eigentlich gehört, du? In 30 Jahren soll es kein Wasser mehr geben. So, das ist mir scheißegal, ich trinke weiter das Zeug, das aus dem Hahn kommt, du. Das ist so. Ne? Sagt er, du, ich habe eine ganz andere Frage, wie viel Prozent aller deutschen Frauen haben rote Haare? So, keine Ahnung, in der Regel alle. Pass mal auf, und da sagt er... Ich sag, ein Schwein hätte jetzt gegrunzt. Ich sag, Alter, ist dein Friseur krank oder warum erzählst du mir den ganzen Scheiß hier? Ne? Ich sag, du gehst mir langsam wirklich ein bisschen auf die Schuppen, sag ich, Alter. Weißt du eigentlich, dass man der Mensch nur ein Drittel seines Gehirns zum Denken gebraucht? Sagt er, wozu braucht man das andere Drittel denn? Sagt er, gut. Gut, sagt er, ich hab keine Ahnung, war davon eine ganze Menge, du. Und mein Sohn, der ist jetzt auf der Universität, du. Du, ich sag, was studiert er denn? Sagt er, der studiert nicht, der deckt das Dach. So, sagt er, mein Sohn, du, den hat der liebe Gott aber reich beschenkt, der hat nur eine Gehirnhälfte, du. Du, wenn ich den als Beifahrer mitnehme, dann darf ich auf dem Behindertenparkplatz, du. Der kriegt immer leuchtende Augen, wenn man die Taschenlampe ans Ohr hält, du, das ist es, ja. Mein Sohn, du, der isst auch nie Bananen, weil er den Reißverschluss nicht findet. Also, ich sag, ne, die Kinder von heute sind die Flurscharen von morgen, sag ich, nicht. Und in der Kneipe war ja echt was los, nicht? Da war, ja, dann Gast bestellt sich bei der Kellnerin einmal Hausmacher-Sülze mit Bratkartoffeln und ein paar nette Worte von Ihnen, schönes Kind. Na, das Essen kommt, da sagt, na, wo bleiben die schönen Worte? Sagt sie, essen Sie das lieber nicht.
Hey, in der Kneipe, du, das hat der eine zu seinem Nachbar, du. Das Problem im Fernsehen ist ja Sex und Gewalttätigkeit, nicht? Und immer wenn ich im Fernsehen Sex sehen will, du, wird meine Frau gewalttätig, sagt er, nicht? Nicht? Das ist der eine, du. Ich habe jetzt in jahrelang in Australien nach Öl gebohrt, du. Nichts! Das sagt der andere, du. Ich habe 5 Jahre in Mecklenburg-Vorpommern gebohrt, du. Heute bin ich ein gemachter Mann! Sie sind aber ein Glückspilz. Na, eins sagt, ich bin Zahnarzt. Was ist los? Da sagt der Chefkoch zu seiner Kellnerin, sagen Sie, warum haben Sie eine Spinat auf die Speisekarte geschrieben? Ach, sagt sie, Sie haben doch gesagt, ich soll Spinat mit Ei schreiben. Ne? Dann sitzt ein Ehepaar mit dem Sohn in der Ecke, du. Und der Kleine sagt plötzlich, Mami, Mami, der Onkel isst seine Suppe jetzt mit der Kabel. Sei ruhig. Mami, jetzt trinkt er aus der Blumenvase. Sei endlich ruhig. Mami, Mami, jetzt isst er seine Bierdeckel. Sei ruhig oder gib ihm seine Brille zurück. Ja, ja. Ein Ostfriesen Japaner, du, die sitzen da in der Ecke beim Skat, du. Plötzlich piept es, der Japaner hält seine Uhr ans Ohr und plaudert drauf los. Sagt er, ja, wir sind ganz modern, wir haben unser Telefon in der Uhr. Nee? Der Ostfriese lässt plötzlich einen fahren. Sagt er, was ist denn das? Ja, ich kriege einen Fax. Ich sag, was machst du eigentlich zur Zeit so? Ich sag zu meinem Nachbarn, was machst du eigentlich so zur Zeit so? Sagt er, ich mach jetzt Musik, du. Ich sag, und wie? Sagt er, im Quartett. Ich sag, wie viel seid ihr denn? 3. Ich sag, und wer? Sagt er, mein Bruder und ich. Ich sag, du hast einen Bruder. Er sagt, nö. Also, sagt er zu mir, möchtest du ein alkoholfreies Bier? Ich sag, nö, du, ich trinke kein alkoholfreies Bier, weil ich gerne besoffen bin. Sagt er immer, nein, aber immer öfter. Du, sagt er eines zum Nachbarn, du, mein Sohn, der ist ja jetzt eher so Gehirnchirurg, nicht? Der hat sich jetzt in Hamburg Blankenese, du, aber eine Luxusvilla für 2 Millionen hingestellt. Sagt er, was macht dein Sohn eigentlich? Der wollte doch industrieller werden. Sagt er, der ist homosexuell. Um Gottes Willen. Sagt er, nö, so schlimm ist das gar nicht, du. Der ist ja mit einem zusammengezogen, der hat sich in Hamburg Blankenese eine Villa für 2 Millionen gekauft. Da setzen sich 3 Pfarrer ganz hinten in die Ecke, du. So, und da sagt der Evangelische, das Leben beginnt mit der Erschaffung des Menschen. Sagt der Katholische, das Leben beginnt mit der Zeugung. Sagt der Jüdische, das Leben beginnt, wenn der Hund begraben ist und die Kinder aus dem Haus sind. Da war was los in der Kneipe. Da sagt die eine zu ihrer Freundin, du, mein Verlobter, der hat mir jetzt ein Buch geschenkt, aber weiß ja ganz genau, dass ich nicht lesen kann, du. Sagt die eine, meiner hat mir jetzt einen Deo-Roller geschenkt, aber habe ich gar keinen Führerschein. Da war was los in der Kneipe, du. Nee, da steht plötzlich so ein Typ vor mir und sagt, Mensch, Paul, wie hast du dich verändert? Mensch, früher warst du doch viel eleganter, viel größer, viel schlanker. Ich sag, Moment mal, mein Name ist Asmussen. Fips Asmussen. Sagt der Paul, heißt du auch nicht mehr? Nee, da war jede Schicht von Mensch vorhanden, du. So, am Tresen, da las einer seine Zeitung und sagt zu mir, meine Güte, haben Sie das gelesen hier? Niere vom Gorilla verpflanzt. Sagt er, ich würde mich ja nie von einem Affen operieren lassen, sagt er. Sagt er, wissen Sie eigentlich, wer der ideale Organspender ist? Ich sage, nee, das ist der jugendliche Mopedfahrer ohne Sturzhelm. Danke, das genügt. So, haben Sie das gelesen? Über einem ostfriesischen Friedhof ist ein Segelflugzeug abgestürzt. Bis zum Abend wurden 235 Leichen geborgen. Das war auch ein Typ, du. Das war so ein geistiger Tiefseetaucher, so ein Trockenbrotlutscher. Also, ich sag, was machen Sie eigentlich beruflich? Sagt er, ich bin Gepäckträger im Hauptbahnhof. Ich sag, und wie laufen die Geschäfte?
Oh, schleppend, sagt er, schleppend. Aber sagt der junge Mann, Sie sollten häufig mal Zeitung lesen. Du, haben Sie das hier gelesen? Harald Junke macht den Führerschein. Also, das... Ne? Oder hier, hat er gesagt, hier, gucken Sie mal, wer das Geld von Steffi Graf findet, kann es behalten. Also, was man alles in der Zeitung liest. Sagt er, wissen Sie eigentlich, woher das Wort Mode kommt? Das ist eine Abkürzung. Männer opfern die Ersparnisse. Und, ja, mein Nachbar auf der anderen Seite sagt plötzlich, Minis, sagt er, Minis sind ja wieder groß in Mode. Ich sage, hat Ihre Frau einen? Nein, aber mein Freund, sagt er. Sagt er, ich bin ja ganz ehrlich, bitte ganz ehrlich, ich bin ja auf einem total anderen Trip, nicht? Da brauchst du dich gar nicht zu wundern, schlagen Sie mal die Bibel auf, steht da drin, du sollst deinen Nächsten lieben, nicht? Ja, steht da drin. Ah, ich sage, es gibt aber sehr schöne Frauen. Ach, sagt er, Frauen sind wie Zigaretten. Anfangs ziehen sie gut, später sammeln sie alles Gift im Mundstück, sagt er, nicht? Ach, sagt er, nein, Frauen, mit Frauen soll man auch nicht schlafen. Ach, da kann man unheilbar krank werden. Ich sage, das kann doch nicht sein, sagt er, natürlich nicht, aber man soll es überall rum erzählen. Gestern, sagt er, gestern habe ich ja meinen Freund vor einer Vergewaltigung gerettet. Ich sage, und wie? Ich habe ihn überredet, mitzumachen. Ah, sagt er, mein Freund hat eine eklige Angewohnheit, der kaut immer an den Nägeln. Ich sage, das machen andere auch, ja, aber nicht an den Fußnägeln. Sagt er, das ist ekelhaft. Sagt er, mein Freund, der steht hier mit beiden Beinen auf der Erde. Ich sage, so, wie zieht er sich denn seine Hosen an? Nicht? Und sein Hobby, sagt er, sein Hobby ist ja fotografieren. Oh, fürchterlich, ewig fotografiert, besser bin ich bei ihm ausgezogen. Ich sage, und wie hat er das aufgenommen? Sagt er, mit Blende 8 und Blitzen. Ich sage, wie lange waren Sie denn mit ihm zusammen? Sagt er, eine Woche. Ich sage, naja, dann hat er nicht lange gelitten. Nicht? Und aber, Freunde, und der andere las immer noch an seiner Zeitung. Du. Sagt er, hier, haben Sie das gelesen? Keine Tierpornos im Fernsehen. Ist gar nicht wahr. Ich habe neulich in der ARD gesehen, wie dann ein Schwein einen Frosch vergewaltigt hat in der Muppet-Show. Sagt er, ich habe jetzt einen neuen Fernseher. Sagt er, ich habe jetzt einen neuen Fernseher. Ja, 40 mal 70. Also ich habe Bildschirmgröße. Nein, raten, sagt er nicht. Ach, sagt er, ich finde das Fernsehen, sagt er ja manchmal zum Glotzen. Nicht Fernsehen, sagt er. Ach, sagt er, diese verfilmte Groschenroman mit, für Analphabetiker, diese Lindenstraße, sagt er, schlimm. Nicht? Und dann diese Golden Girls, die Kogident-Komödie, sagt er, schlimm. Ganz schlimm. Oder Kelly-Familie, die Altkleidersammlung da. Oder die Sendung, sagt er, mit der blonden Maus. Fürchterlich. Guten Abend, mein Name ist Barbara Ehlichmann, diese mit der blonden Maus. Und einer sagt plötzlich, kennst du den? Ich sage, das schmeckt mir, wenn meiner hier Witze erzählen will. Das merke ich. Ich sage, das nervt mich, du. Ich sage, Alter, wenn der Kuchen redet, haben die Krümel Pause. Also ehrlich, oh, du da, ja. Sagt er, ich erzähle dir ein paar, du. Du sagst mal, der Pornoregisseur zu seinem Hauptdarsteller, heute benutzt du mal ein Kondom. Wir drehen einen Kostümfilm. Ein Porsche-Fahrer sieht in den Rückspiegel, da versucht ein Moped-Fahrer ihn zu überholen. Der drückt aufs Gaspedal, du. 170, 190, 220. Der kurbelt sein Fender und sagt, hey, du Waldheini, hast wohl einen Tiger im Tank, was? Sagt er, nee, die Jacke ist eingeklemmt in ihrer Tür. Nee? Ja. Im Park, das ist eine schöne Geschichte, im Park, du. Da sitzen auf einem... Ein Mädchen sitzt auf der Bank im Park, da kommt ein Penner und setzt sich daneben. Rückt immer ein Stück weiter ran, immer weiter ran und sagt plötzlich, na, willst mit mir schlafen? Nein. Willst wirklich nicht mit mir schlafen? Nein. Gut, dann verlass bitte mein Bett. Ja, ja, ja. Im Park, da stehen zwei Statuen, du. Kennt ihr so ein junger Römer, nicht? Und so eine schöne, nackte griechische Göttin. Eine gute Fee erscheint und erfüllt ihnen ihren größten Wunsch. Sie dürfen eine Stunde vom Sockel. Die beiden gleich runter ins Gebüsch. Es wird geraschelt und gekichert. Plötzlich sagt er, du, wir haben noch 5 Minuten Zeit. Sagt sie, gut, gut, gut. Dann hältst du jetzt die Taube fest, ich scheiß drauf. Der hatte Witze drauf, du. Ein Schotte repariert auf dem Dach seine Fernsehantenne, du.
Dabei rutscht er ausstürzt in die Tiefe, als er am Küchenfenster vorbeikommt, sieht er, wie seine Frau Erbsen abzählt und ruft, halt, halt, nur die Hälfte, ich esse im Krankenhaus. Da ist eine Chartermaschine abgestürzt, du. 250 Tote, nur einer hat überlebt. So ein Gorilla, so ein Menschenaffe. Ein Journalist hat den befragt, du. Und sagt, na, wie war das denn nun da im Flugzeug? Was war denn da los? Was haben denn die Passagiere gemacht? Gluck, 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 gluck. Was haben die Stewardessen gemacht? Gluck, 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 gluck. Was hat der Co-Pilot gemacht? Gluck, 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 gluck. Was hat denn der Pilot gemacht? Gluck, 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 gluck. Was hast du gemacht? Brumm, 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 brumm. Hä? Drei Leute bewerben sich um einen Job, du. Wollen sich vorstellen, sitzen im Vorzimmer. Der eine davon ist Heino. Der erste kommt wieder raus und sagt, Scheiß, Mensch, kein Führerschein. Der zweite kommt wieder raus und sagt, Scheiß, kein Abitur. Heino kommt wieder raus und sagt, Scheiß, kein Nachname. Und den... Freunde... Das Ehepaar ist pleite, da zieht sie ihm, gib mir bitte 10 Mark, damit ich uns zwei Filets vom Schlachter holen kann. Nicht? Der zieht seinen Zehner aus der Tasche, hält ihn vor den Spiegel und sagt, was du da im Spiegel siehst, das ist deins. Und was du hier siehst, das ist meins. Trotzdem kommt sie abends nach Hause mit zwei schönen Steaks, nicht? Sagt er, wie hast du das denn gemacht? Na, sie zieht sich aus, stellt sich vor den Spiegel, nicht? Und sagt, und was du im Spiegel siehst, das ist deins. Und was du hier siehst, das gehört dem Schlachter. Ach, zwei Ostfriesen auf einer Safari in Afrika, du. Zur Nacht schlagen sie ihr Zelt auf. Zur Sicherung einen großen Graben um das Zelt herum. Nicht? Und die beiden pennen ein. Nachts wacht der eine auf, vermisst seinen Kumpel, guckt aufs Zelt. Und da sieht er, wie sein Kumpel immer um den Graben drumherum läuft. Hinter ihm Löwe, du. Und er sagt, einen Moment, bleib ruhig, ich hol meine Flinte. Sagt er, lass dir Zeit, ich habe 2 Runden Vorsprung. Freunde, verrückt, was? Freunde, bis zur zweiten Halbzeit sage ich jetzt ganz kurz, Vaya con Dios, geh mit uns und denkt immer daran, was der Sonnenschein für die Blumen sind lachende Gesichter für die Menschheit. Dankeschön. Freunde, hinter jeder sittlich ernstzunehmenden Theologie, Philosophie, Anthropologie und Soziologie verbirgt sich unausgesprochen die eine große Fragestellung, warum ist es am Rhein so schön? Ich wollte versuchen, am Anfang ein wenig Kunst zu machen. Aber ich freue mich natürlich, dass ihr seid die von vorhin, nicht? Alle noch da seid. Deshalb, ja, das ist immer ein Risiko. Ich trete normalerweise nur auf Schiffen auf, da können die Leute nicht weglaufen. Und, Leute. Ne? Einige wissen es, ich habe es auch hin und wieder angedeutet in persönlichen Gesprächen. Ich wollte an sich in der letzten Zeit häufiger mal in die Politik wechseln. Aber ich habe das jetzt doch etwas zurückgestellt. Ich kann mich immer noch selbst ernähren und, obwohl ich mich manchmal selbst frage, ob ich mir das Leben, was ich führe, überhaupt noch leisten kann. Man hat ja in vielen Untersuchungen herausgefunden, gut aussehende Menschen verdienen mehr Geld. Nicht? Dabei frage ich mich natürlich, warum ist Bill Gates der reichste Mann der Welt und warum kriegt Rudolf Scharping keine Sozialhilfe? Nicht? Also, nicht, vielen Leuten geht der Rudi sowieso mit seiner Kluckigkeit echt ein bisschen auf die Nüsse. Der macht ständig was, aber das selten. Nicht? Und Rudi hat mal in einer Talkshow gesagt, also das habe ich nie vergessen, hat er mal gesagt, ein Glas, das zu 2 Drittel voll ist, ist auch zu 2 Drittel leer. Er war dabei zu 6/5 voll. Also und, Rudi, Rudolf Scharping, immer noch im Gespräch, der hat ja auch ein ganz, ganz schweres Schicksal hinter sich, nicht?
Als Kind ist er mal von Trecker gelaufen, nicht? Beim Schweinerennen ist er von der Sau gefallen, nicht? Beim Jauchetauchen hat er zu lange die Luft angehalten. Er ist ja, Rudi ist immer ein Thema wert, mal kurz über ihn zu sprechen. Dabei haben die Engländer jetzt herausgefunden, Michael Schumacher, den haben sie zur Schlaftablette des Jahres gewählt, unseren Schumi, nicht? Die Engländer kennen also Rudolf Scharping noch nicht. Nicht? Und Rudi hat ja auch eine entzückende kleine Tochter, die ruft mal aus dem Badezimmer, Mami, Mami, wo ist der Waschlappen? Das sieht der schon seit 3 Stunden im Büro. Also und ja, nein. Rudi ist ja vorzeitig neulich von der Geschäftsreise zurückgekommen, du und überrascht deine Frau mit dem SPD-Pressesprecher im Bett, du. Und sagt er, verdammt, was ist hier los? Sagt sie, er arbeitet deine Rückstände auf. Und Rudi, du. Rudi schreibt ja jetzt ein neues Buch, also Mein Leben auf der Standspur. Und er will ja dann anschließen, ich weiß nicht, ob ihr das mal gelesen habt, er will anschließend zur FDP wechseln, die brauchen ja jeden. Und die FDP ist ja auch die einzige Partei, die es schafft, zu zweit oder zu dritt Politik zu machen. Und die FDP, ja, die steht ja immer noch geschlossen hinter Kinkel. Also das wird die kürzeste Polonaise der Welt. Also das ist das, ja, das, ne? Ihr kennt ja den, ne? Unterschied zwischen einem Manta und der FDP, nicht? Ne? Der Manta hat 4 Sitze und nach der Bundestagswahl, da sagt der eine zu seinem Nachbarn, was hast du gewählt? Sagt der FDP. Ach, sagt er, du warst das? Nicht, das ist ja. Sagt er, ja, hat die gewählt. Die FDP ist die Partei der Besserverdienenden. Und ich habe wirklich etwas Besseres verdient, sagt er. Das ist ja. Ach, Freunde, es gibt ja Leute, die sagen, Politiker sind wie Zwiebeln, nicht? Man pellt die Schale ab, was übrig bleibt, ist zum Heulen. Also es ist wirklich, es ist, nicht? Andere sagen wieder, Politiker leiden an Fresssucht oder Diätenanpassung, nennt man das ja auch, nicht? Die können vorne noch so viel reinschlingen, hinten kommt nichts Vernünftiges raus, weißt du, das ist, Politiker sind ein Thema, du, nicht? Und werf zum Beispiel einen Politiker ins Wasser, nicht? Zuerst schwimmt er, weil er hohl ist, nicht? Und dann geht er unter, weil er doch nicht ganz dicht ist, nicht? Also das ist, nicht? Also, oder denkt an unseren Kanzler Helmut. Helmut kommt ins Parlament und fragt Weigel, wie lange redet der Lafontaine schon? 10 Minuten. Und worüber? Das hat er nicht gesagt. Also das ist, ne? Weigel und der Finanzminister. Ihr kennt doch Weigel hier, Tim. Ne? Du, der ist aber ein richtiges Arbeitstier, du. Wenn der nachts so mit seiner Irene im Bett liegt, dann murmelt er immer Import, Export, du. Ja. Politiker lernt man auch nicht durch ihre Reden kennen, sondern durch ihre Ausreden. Und von Lafontaine stammt ja auch zum Beispiel der Spruch, weg mit den Strebern, freie Sicht auf die Versager. Und der hat ja mal, ja, ne? Ja, du Lafontaine, wurde mal von einem Journalisten gefragt, Herr Lafontaine, was würden Sie lieber aufgeben? Den Wein oder die Frauen? Also das kommt ganz auf den Jahrgang an, hat er gesagt. Nicht? Lafontaine hat doch mal bei der Bild-Zeitung angerufen und hat sich beschwert. Sie haben geschrieben, ich sei ein Lügner und ein miese Geschäftemacher. Sagt der Journalist, das kann überhaupt nicht sein. Wir drucken nur Neuigkeiten. Ne? Oskar? So. Unser quäliger Zwerchnase da aus dem Saarland, der sieht ja immer so aus, wie formuliert man das, wie so ein glattrasierter Vierkantschlüssel. Also Oskar hat sich ja mal aber ganz schön einen flotten Abend gemacht, du, mit seiner Blondie da, du, einen schönen gemütlichen Abend. Du, die haben da gesessen, so mit fettfreien Chips, alkoholfreiem Bier, bisschen Sex aus dem Internet. Da hat er plötzlich gesagt, Blondie, schieb mal schnell eine Flasche Bier rüber. Sagt sie, fehlt da nicht ein Wort mit Doppel-T? Aber flott! Es ist ja. Ja? Ah ja, das sind die kleinen Geschichten von Oskar, du. Nach der Hochzeit, das ist noch eine alte Geschichte, du. Da hat er seine, aber in sein Haus gefragt, so über die Schwelle gefragt, wie man das so macht, du. Im Flur, da zeigt er die Ecke und sagt: Und hier stehen morgens und mittags und abends meine Pantoffeln. Egal, ob ich da bin oder nicht. Der dreht sich in die Küche und sagt, und hier morgens, mittags und abends mein Essen. Egal, ob ich da bin oder nicht.
Sie trägt ihn ins Schlafzimmer, zeigt aufs Bett und sagt, und hier geht's morgens um mir das rund, egal ob du da bist oder nicht. Ne? Nein, Oskar. So. Oskar hat ja meiner stillen Stunde. Oskar hat meiner stillen Stunde gesagt, wenn ich. Oskar hat man in der stillen Stunde gesagt, wenn ich gewusst hätte, dass er überall passt, hätte ich nie geheiratet, hat er gesagt, nicht? Und kommt er. Kommt er neulich nach Hause und sagt, Muschi, Liebling, Schätzchen, sagt sie, oh, wie lieb von dir. Halt's Maul, ich spreche mit der Katze. Sagt sie, Liebling, was hat dich am meisten an mir fasziniert, als du mich geheiratet hast? War es meine Intelligenz oder meine natürliche Schönheit? Sagt er, das muss wohl dein Sinn für Humor gewesen sein. Oskar ist mal morgens um 5 auf die Yacht gegangen, du. Als er bei seinem Hochsitz ankommt, fängt es an zu regnen, zu stürmen. Der packt alles wieder ein, sein Gewehr und alles, was dazugehört, nicht? Kehrt wieder um, zu Hause zieht er sich aus, legt sich zu seiner Frau ins Bett. Im Halbdusel murmelt sie, oh, wie ist das Wetter draußen? Sagt er, es stürmt und regnet, sagt er, schlimm. Sagt sie, und mein Alter ist auf die Yacht gegangen. Freunde, aber ihr seht an diesen kleinen Geschichten, Politiker sind Menschen wie du und ich. Und wenn die Regierung zurücktritt, wie heißt es denn? Hm? Alle Einwegflaschen wurden vernichtet. Hm? Und je ernster Politiker sich nehmen, desto komischer wirken sie ja manchmal. Ihr kennt doch, also denkt an unsere Familienministerin, die Witwe Nolte, unsere Claudia. Claudia wurde bei einem Interview gefragt, kennen Sie Hertha Däubler-Gmelin? Ja, sagt sie gesagt, alle drei. Also die ist ja. Ja. Claudia. Oder denkt noch, sie ist im Moment nicht mehr im Amt. Aber die hat ja auch bei ihrem Abtritt da unheimlich geweint. Wir haben beim Antritt geweint damals. Das war diese Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Die war der Regierung auch zu kostspielig, du. Die war teuer. Wenn man die angerufen hat, die hat einen Hörer aufgenommen, war man schon 3 Einheiten los. Also, oder kennt ihr, das sind alles, ich greife mal so Leute raus, die so im Leben stehen, so, oder kennt ihr die alles Schwarzer? Noch alles Schwarzer, die immer so aussieht, so wie Inge Meisel nach der Kartoffeldiät. Also die, ja, als hätte sie zu viel Klerasil getrunken, also die hat ja auch Zähne, so Zähne wie ein Jägerzaun, weil so halslos. Halslos birnförmiger Körper, also beim Betriebskegeln ist sie immer die Kugel und durch, aber die ist ja, die ist durch und durch Feministin, also ja, im Restaurant sagt ihr, Herr Ober, bitte eine Salzstreuerin, also die ist ja, die hat ja mal Feministin. Die hat ja mal gesagt, das unsicherste Verhütungsmittel ist die Glücksspirale, hat sie gesagt. Das ist alles Schwarzer. Nicht Männer, sagt sie, sind wie der Mond. Mal nehmen sie zu, mal nehmen sie ab, alle 4 Wochen sind sie voll, nicht? Und wir als Frauen, sagt sie, wir brauchen nur 3 Tiere zum Leben, nicht? Wir brauchen 3 Tiere zum Leben, ein Nerz zum Anziehen, einen Jaguar zum Fahren und einen alten Esel, der das alles bezahlt. Und das ist, ja, sie ist ja. Sie ist eine echte Feministin, du. Sie neulich rein in so eine Buchhandlung und sagte, ich hätte gern das Buch Die Frau als Herrscherin über den Mann. Na, ja, sagt der Verkäufer, dann gucken Sie mal das Science Fiction. Sie war mal Zeugin in einem Prozess, du. Fragt der Richter, waren Sie schon mal verheiratet? Ja, sagt sie, 2-mal. Und wie alt sind Sie? 30. Auch 2-mal? Du, sie hat mal eines Tages ihre Haushälterin entlassen, du. Du, und Minna verlässt das Haus und wirft da so nebenbei dem Hund nochmal so 10 Mark zu. Fragt Alice, was soll denn der Quatsch? Ja, hat er sich verdient, er hat jeden Tag ihre Teller abgeleckt.
muss ein Hausstand sein, du. Hat Norbert Blüm Sie mal gefragt, entschuldigen Sie, Frau Schwarzer, ist Ihre Tochter noch Frauenrechtlerin? Nein, sie hat geheiratet. Na, die Guten kommen nie so an. Das ist. Apropos Blüm, Blüm ist ja am letzten heißen Sommer. Der Sommer war ja auch heiß. Oh, da ist Blüm immer hinter Helmut Kohl hergelaufen, um ein bisschen Schatten zu kriegen, weißt du? Der Blüm, ja. Ne? Da hat mal ein Kollege hat zu Blüm gesagt, Nobby, sag mal, man hat jetzt herausgefunden, dass es im Jahre 2036 kein Öl mehr geben wird. Sagt er, das macht nichts, ich fahr weiter meinen Diesel, du. Nobby ist ja, über Nobby kann man ja auch immer ein bisschen plaudern, du. Nobby ist ja so, wie sagt man, der Kampfdackel der CDU, unser Mini-Rambo aus Bonn. Also er hat ja damals, Nobby hat ja auch damals für die Schlümpfe Modell gestanden. Nobby, du. Dann war, Nobby hat, bevor Nobby Politiker wurde, Norbert Blüm, du. Ja. Nobby hatte alle Berufe durch. Lokführer bei Märklin war er mal, dann war er mal, ja, Norbert Blüm, du. Dann war er mal, das missglückte Versuchsobjekt bei Dr. Oetker, dass die Hefe nicht aufgegangen, weißt du. Und da ist, ja, war mal Dressman für Gummibärchen bei Haribo, also Dressman. So, und beim Presseball in Bonn, beim letzten Presseball in Bonn, da hat er ja mit diesem sexy Girl getanzt, die aus Baywatch, kennt ihr die, diese Pamela Anderson, nicht, die mit den Glocken da, mit der hat er getanzt, du. Du, und das sah aus von hinten, du, als hätte Nobby drei Köpfe, du. Und also, ja. Ja. Das war ein Tanz, du. Sie tanzte Tango, er Walzer, weißt du. Ja, er konnte nichts sehen und nichts hören, nicht? Das ist natürlich klar. Freunde. Blüm, Freunde. Blüm ist ja auch der Minister, der einmal gesagt hat, eine gute Stellung ist besser als jede Arbeit. Und er sagt ja, er sagt immer so schön, heutzutage muss man die Leute motivieren, anbrüllen allein bringt nichts mehr. Nicht? Und deshalb will Nobby ja auch die ganzen Beamten nach dem Leistungsprinzip besolden. Da wird natürlich eine unheimliche Armutswelle auf uns zurollen. Nicht? Und er will ja auch, jetzt auch die 4-Tage-Woche Beamte einführen. Der Beamtenbund ist dagegen. Die sagen natürlich, es ist den Beamten nicht zuzumuten, einen Tag länger zu arbeiten. Und unser guck mal. Unser Gesundheitsminister, der hat jetzt bekannt gegeben, hat es mitgekriegt, die Kosten für Altenpflegerinnen werden gedrosselt. Aber da muss man genau hinhören, was er sagt. Nicht? Die Kosten, nicht die Patienten. Verstehen Sie, was ich meine? Ne? Nach der Gesundheitsreform jetzt ist ja auch viel passiert. Mein Hals- und Nasen-Ohrenarzt, der verkauft jetzt gebrannte Mandeln. Also es ist nicht? Krankenhäuser werben mit dem Spruch, wir sterilisieren ihren Mann, während sie in Ruhe einkaufen. Nicht? Ja, das ist die Gesundheitsreform. Nicht? Politiker mit Leberschäden werden direkt im Plenarsaal operiert. Auch darüber kann man nachdenken. Kleinere Operationen werden vom Chefarzt ambulant auf dem Golfplatz aufgeführt. Statt Pflaster gibt es denn jetzt kleine Aufkleber von Adidas. Das ist alles die Gesundheitsreform. Und die EU hat ja jetzt beschlossen, wissen viele gar nicht, das Reinheitsgebot für Bier bleibt bestehen. Gott sei Dank. Nicht für die Gläser. Und das haben auch viele, es geht ja jetzt ewig durch die Presse, unsere Regierung will umziehen nach Berlin. Lambsdorff nimmt seine Krücke mit. Helmut Kohl nimmt alle Krücken mit. Und ein Journalist hat ja mal unseren Kanzler gefragt, Herr Bundeskanzler, was halten Sie für die größte wissenschaftliche Erfindung dieses Jahrhunderts? Sagt er, für mich ist es die Thermoskanne. Sagt er, warum? Herr Bundeskanzler, ich will es Ihnen erklären. Im Sommer füllt meine Frau Hannelore Eistee in die Thermoskanne. Und nach Stunden ist immer noch kalt. Im Winter füllt sie schwarzen Tee in die Thermoskanne. Und nach Stunden ist der Tee immer noch heiß. Aber Bundeskanzler, so nichts Besonderes. Sagt er, das finde ich aber schon. Woher weiß denn die Thermoskanne, wann Sommer und wann Winter ist? Helmut, du!
Da fragt ein Journalist: Herr Bundeskanzler, glauben Sie, dass es auf dem Mond Leute gibt? Sagt er: Natürlich. Da scheint doch jeden Abend Licht. Helmut war beim Arzt und sagt: Herr Doktor, mein Herz schlägt immer so unregelmäßig. Ach, sagt der Bundeskanzler, sozusagen, Sie leben, brauchen sich keine Sorgen zu machen. Nee? Ich verschreibe Ihnen erstmal ein paar Schlammpackungen. Sagt der Doktor, meinen Sie, das hilft? Nein, das nicht, aber Sie gewöhnen sich langsam an die Erdfeuchte. So, seine Frau Hannelore, du, die hat ja gleich nach der Hochzeit, die Geschichte kennen viele gar nicht von unserem Kanzler. Seine Frau Hannelore hat gleich nach der Hochzeit im Schlafzimmer eine große Kommode aufgestellt und hat gesagt, da darfst du niemals hineinsehen. 20 Jahre hat Helmut sich beherrscht. Eines Tages, da sehe ich seine Neugierde, er macht den Deckel auf und findet in der Truhe 15.000 Mark und 3 Eier. Sagt er, was hat das zu bedeuten? Ja, sagt sie, jedes Mal, wenn ich fremd gegangen bin, habe ich ein Ei in die Truhe gelegt. Na, so, 20 Jahren dreimal. Ich verzeihe dir, aber woher sind die 15.000 Mark? Ja, sagt sie, weißt du, jedes Mal, wenn die Truhe voll war, habe ich die Eier verkauft. Sagt der eine, du, ich bin jetzt Wärter der Irrenanstalt. Neulich war Bundeskanzler Kohl bei uns zu Besuch. Alle haben gesungen, hoch lebe der Kanzler. Sagt er, hast du auch mitgesungen? Sagt er, nee, ich bin Wärter, ich bin doch nicht irre, Mensch. Ja, aber ihr seht daran, Freunde, Politiker sind ein herrliches Thema. Da kommt doch die Witwe von Willy Brandt in den Himmel und fragt Petrus, wo ist mein Mann, Willy Brandt? Sagt er, Willy Brandt haben wir ja aufweise. Nee? Hat er irgendwelche besonderen Kennzeichen? Ja, kurz vor seinem Tode sagt er, dass er sich jedes Mal im Grab rumdrehen würde, wenn ich ihn betrüge. Ruft Petrus nach hinten, hol mal Wirbel, Willi. Freunde, ich muss mal tief Luft holen, mal einen Absatz machen, du. Freunde, lass uns mal wirklich, also das, was ist im letzten Jahr nicht alles passiert? Was haben uns die Medien nicht alles untergejubelt? Habt ihr das gelesen, diese Meldung? Immer mehr Spenderorgane kommen vom Schwein. Das liegt daran, dass immer mehr Schweine im Golf dicht auffahren. Vegetariern ist das egal. Die lassen sich Artischockenrattenherzen einpflanzen. Ein Arzt hat zum Beispiel, habe ich auch in der Zeitung gelesen, ein Arzt hat jetzt festgestellt, der Melittermann hat krampfhaft vergrößerte Aromaporen. Ihr müsst Zeitung lesen. Leitungswasser macht impotent. Habt ihr es nicht gelesen? Männer, was schließen wir daraus? Das Spülen den Frauen überlassen. Was hat uns das letzte Jahr alles gebracht? Scharping und Konstantin Wecker sind Freunde geworden. Nach dem Motto, alles Schnee von gestern. Über 80% der deutschen Frauen haben einen Stammfriseur, habe ich in der Zeitung gelesen. Die meisten davon lassen sich von ihm auch die Haare schneiden. Mogelpackungen sind verboten nach wie vor, Ausnahme der Wonderbra. Kanal, habt ihr das gelesen? Kanalarbeiter sind häufiger krank als andere, der häufigste Grund Verstopfung. Jeder 10. Patient, der zwischen Weihnachten und Neujahr ins Krankenhaus eingeliefert wird, hat zu viel gegessen. Nicht? Und jeder 2. Arzt, der ihn behandelt, hat zu viel gesoffen. Der Erfinder, habt ihr es gelesen, der Erfinder der Teflonpfanne ist gestorben. Die müssen jetzt ihren Werbeslogan ändern. Der alte hieß ja, nie mehr abkratzen. Hat jetzt auch im letzten Winter eine Verordnung herausgebracht. Wenn man einen Schneemann baut, darf man die Moorrübe nicht mehr unterhalb der Gürtellinie anbringen. Ich lese furchtbar viel aus der Zeitung raus. Den meisten Sex, habt ihr das gelesen, den meisten Sex gibt es in Schwerin? Sagt der Name schon. Ja, das sagt doch schon der Name. Schwerin, schwer raus. Hey, oder nicht? Ja. Den wenigsten Sex soll es geben in Frankfurt an der Oder.
weil da nachts immer die Männer hinter der Gardine am Fenster stehen und gucken, ob ihr Auto noch da ist. Nicht? Und der Begriff, zum Beispiel habe ich auch aus der Zeitung, der Begriff Sternensinger, der kommt ja nicht aus den Kirchlichen. Nicht? Wenn bei euch zum Beispiel zu Hause so Typen vor der Tür stehen in so verrückten Klamotten, nicht? Und die Geld haben wollen und auch noch singen. Dann sind sie die Jakobs-Sisters. Nicht? Also das ist, ja. Nicht? So hat sich, ja. Freunde, so hat sich aber auch an solchen Sachen merken, wie sich die Zeit geändert hat. Früher konnten 70% der Kinder Klimmzüge. Nicht? Heute können 90% der Kinder einen Lungenzug. Nicht? Das hat sich alles geändert. Michael Schumacher hat jetzt Schuhe bekommen, die aussehen, als wären sie von der AOK bezahlt. Habt ihr das gelesen in der Zeitung? Diese, nicht? Das sind, aber sie sollen dafür sorgen, dass seine Füße nicht einschlafen beim... Nicht? Scharping hat schon nachgefragt, ob es das auch als Pudelmütze gibt. Und die AEG, Freunde, nicht die. Ja, ihr müsst Zeitung lesen. Die AEG wird aufgelöst. Meine Waschmaschine hat das heute Morgen schon getan. Oder neulich in Hollywood habt ihr es gelesen. Da sind in einem Hotel die Leute nachts aus den Betten gesprungen. Die haben gedacht, es wäre ein Erdbeben. Irrtum. Elisabeth Taylor hat einen neuen Ehekandidaten getestet. Ja. Elisabeth Taylor, die badet neuerdings in Olivenöl. Verstehe ich überhaupt nicht. Meine Mutter hat Gurken immer in Essig eingelegt. Und Freunde, meldet. Ja, ihr müsst, Kinder. Lest Zeitung. Habt ihr es gelesen? Clinton und Jelzin haben jetzt eine Partnerschaft geschlossen. Der eine liebt die Weiber, der andere den Alkohol. Die verstehen sich, die beiden. Der Marlboro-Mann ist gestorben. Jetzt ist auch noch sein Pferd gestorben. Todesursache, passives Rauchen. Ja, ihr müsst Zeitung lesen. Es gibt jetzt Polizisten auf Fahrrädern. Habt ihr das gelesen? Die Wasserschutzpolizei wird mit Schwimmflügeln ausgerüstet jetzt. Was ich aus der Zeitung rauslese. Der Papst hat die Pille erlaubt, habt ihr das gelesen? Ja, sie wiegt 2 Tonnen und wird immer vor die Schlafzimmertür geschoben. Und ja. Nein, der Mann ist auch in dem Alter. Hat sich jetzt, habt ihr das gelesen, hat sich auch schwer erkältet jetzt. Man fragt sich nur, auf welcher Rollbahn hat er sich angesteckt. Und der hat... Ja, der Mann. Man hat auch zum Beispiel festgestellt, Krähen sind so schlau wie Menschen der Steinzeit. Nicht? Und Spatzen sind so schlau wie Maren Gilzer. Ihr kennt auch Maren Gilzer, unsere Buchstaben, Lissi da, aus dem Glücksrad da, die hat aber Angebote, die soll demnächst hier beim Lotto, die Lottofee werden. Habt ihr das nicht gelesen? Ja, aber es wird natürlich etwas einfacher für sie gemacht. Nicht mal 6 aus 49, 3 aus 4. Ja, sie hat ja auch jetzt, sie hat, und das ist erfreulich für ihre künstlerische Weiterbildung, sie hat jetzt eine Rolle angenommen, eine richtige Rolle im Traumschiff, ihre erste Sprechrolle. Sie spielt eine taubstumme Stewardess. Und, du, solche lesen, ihr müsst mal solche Meldungen aus der Zeitung rauslesen, dachte. Die nächsten 100 Folgen von Derrick, die sollen in Holland jetzt gedreht werden. Nicht? Weil das Spiel von Horst Tappert so flach ist wie das Land, das Drehbuch so löcherig wie der Käse und die Tränensäcke so wässrig sind wie die holländischen Tomaten. Also und ja, oder habt ihr zum Beispiel, wenn ihr am Leben teilnehmt, habt ihr mal im Fernsehen so gesehen, Damen-Tennis? So beim Spiel von Anke Huber gegen Monika Seles, habt ihr mal gesehen? Da fragt man sich, ist das noch Tennis oder schon sexuelle Belästigung, nicht? Ist das nicht so? Ich denke manchmal so, du. Die hat ja beiden immer den Eindruck, als spielen sie mit dem Kampf für den besten vorgetäuschten Orgasmus. Also, das ist ja... Freunde, ja, pass mal auf. Ja, entweder alle oder gar nicht. Ich meine, das hat ja auch keinen Zweck. Genügt. Heino macht Werbung jetzt für McDonald's. Zum ersten Mal ist die Werbung schlechter als das Produkt. Und, ja. Oder habt ihr im Fernsehen die Hochzeit von Michael Jackson gesehen? Also, dass die Ehe nicht gut gehen konnte, du, das war ja vorher zu sehen, nicht? Der hat nicht seine Lisa Marie Presley über die Schwelle getragen, den Liftboy hat er rüber getragen. Habt ihr das gesehen? Das war ja, da wird man nachdenklich, nicht? Nee, was man aus der Zeitung liest, du, der Chef von Aldi ist entführt worden hier in Hamburg, habt ihr gelesen?
Lösegeldforderung der Kidnapper 2,99 €. In Afrika zum Beispiel, da ist ein Mann, der 27 Jahre stumm war, verprügelt worden. Und plötzlich konnte er wieder quasseln, wie ein Wasserfall, du. Nicht? Da fragt man sich natürlich, wie viel Haue hat die Schweinemagers wohl einstecken müssen. Das Telefon, Freunde. Freunde. Ihr merkt daran, ich lese gern Zeitung. Das Telefon ist 120 Jahre alt geworden. Wissen wir alle. Ich frage mich nur, was haben unsere Frauen vorher gemacht? Und das ist unsere verrückte Zeit. Freunde, die Mafia sucht neue Killer. Ich bin in der Zeitung gelesen. Da haben sich zwei vorgestellt, du. Sagt der Boss, was hast du denn verbrochen? Sagt er, ich habe mal ein Taxi in die Luft gejagt. 5 Tote. Du bist mein Mann. Ich habe noch eine Frage. Wie viele Buchstaben hat das Alphabet? Sagt er, 26. Du bist genau mein Mann. Der sagt zum Nächsten, was hast du denn verbrochen? Sagt er, ich habe mal ein Kaufhaus in die Luft gejagt. 250 Tote. Du bist genau mein Mann, aber noch eine Frage, wie viele Buchstaben hat das ABC? Sagt er, 24. Sagt er, wieso nur 24? Ja, C und A gibt's nicht mehr. Und das sind so diese kleinen Geschichten aus dem Leben, nicht? Da sagt der Professor, Sie haben eine äußerst ansteckende Krankheit. Sie müssen ins Krankenhaus und da kriegen Sie nur Pizza und Pfannkuchen. Sagt er, werde ich davon wieder gesund? Nein, das nicht. Aber es ist das Einzige, was man unter der Tür durchschieben kann. Oder denkt an den Engländer, den Holländer aus Friesen. Die packen jeden Morgen ihr Frühstücksbrot aus. So, jeden Morgen haben sie dasselbe auf dem Brot. Der Engländer immer Corned Beef, nicht? Der Holländer immer Käse, nicht? Der Ostfriese immer Marmelade, nicht? Jeden Morgen dasselbe, du. Nach 3 Wochen beschließen die drei, du, morgen früh, wenn das wieder das Gleiche ist, du, wir haben wieder das Gleiche auf unserem Butterbrot, du, das, oh, dann stürzen wir uns vom Gerüst, du. Nicht? Die packen wieder ihre Sachen aus morgens, du. Der Engländer wieder, sagt wieder Corned Beef und springt in die Tiefe, du. Der Holländer sagt, oh, wieder Käse, du, nix als Käse, du, springt gleich hinterher, du. Der Ostfriese, das sagt, oh, wieder Marmelade, du, und springt auch noch hinterher, weißt du. Und bei der Beerdigung sagt die Frau von dem Ostfriesen, für mich ist die Tat meines Mannes vollkommen unerklärlich. Wissen Sie, er machte seine Frühstücksbrote immer selbst. So, Freunde, ich werde mich jetzt langsam zurückziehen. Und denkt daran, 30% der Deutschen werden auch diesmal wieder optimistisch ins neue Jahr gehen. Die anderen erwarten Verwandtenbesuch. Und deshalb wünsche ich euch ganz kurz alles Gute und mir das Beste. Ich danke euch.